eben auch Berlin, jetzt schon auf unsere Showbühne. Moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Ein bisschen später als das letzte Mal oder als üblicherweise, weil ich heute selber erst aus Berlin zurückgekommen bin. Ich habe gerade die Kopfhörer getauscht. Das ist ein bisschen schlecht ausbalanciert. So ist besser. Halli, hello. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, soweit. Meins war ziemlich gut. Wir haben ein kleines Community-Treffen in Berlin abgehalten. Mit Museumsbesuch und allem Schnickschnack, der so dazugehört. War sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich auch zu einigen von den Namen ein paar Gesichter parat. Und so wie ich sind ein paar von denen auch schon im Chat. Deshalb sage ich jetzt erstmal Hallo zu allen von euch, die schon da sind und hier wild rumchatten. Hallo nämlich an Crazy, hallo an Torbak Junior, hallo an Ico-chan, hallo an Charabel Pablone, an den Mimir, an Etienne, an Jujongs und den Hugo und Kalis und Miuran. Und natürlich auch an alle, die rumlurken oder vielleicht hoffentlich dann später noch dazu kommen, weil wir natürlich heute ein bisschen später angefangen haben. Genau, ja, wie war's? Ich fasse das ganz kurz zusammen. War schön. Wir haben zusammen das Science Center besucht, haben einen Flugzeugbauwettbewerb, jetzt kann ich es ja verraten, gemacht. Der war interessant und speziell. Gab da natürlich auch was zu gewinnen. Natürlich Lego-Sets. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Klang dann alles ganz gemütlich bei ein oder zwei Kaltgetränken, eventuell alkoholhaltiger Art aus. Ja, und heute war dann die Rückreise angesagt, ne? Nee, und deshalb bin ich heute ein bisschen später dran. Von daher, ich hoffe, ihr könnt die halbe Stunde verzeihen, aber die Autobahn ist halt ein harter Gegner. So, moin Schnorpel, moin C-Pro und jetzt muss ich mal gucken. Vielen lieben Dank für den Resub vom Borki. Vielen Dank dafür und natürlich vielen lieben Dank für die ganzen Hosts. Und was machen wir heute? Wir haben, glaube ich, letztes Mal, lasst mich kurz überlegen, eine Raumstation hochgeschossen. Da müssen wir mal gucken. Die Zeit müsste jetzt laufen, der Counter, dass die aktiv geht. Die muss erst mal 2 Stunden oben sein. Dann sollte es unter Umständen einen Folgevertrag geben. Das würde ich jetzt einmal runtertickern. Die Kohle kassieren, weil ich bin nicht mehr unbedingt superreich. Um es mal nett zu formulieren. 200.000 haben wir noch. Dafür ist das Launchpad aber schon richtig weit geupgradet. Wir sind hier, glaube ich, auf Level 2. Wir sind hier auch schon auf Level 2. Also wir sind auf einem guten Weg. Dann hoffe ich, dass heute der Folgevertrag kommt, die Crew auf die Raumstation zu packen. Dann würde ich da nämlich noch Essen mit hochbringen und wir gucken mal, was wir sonst noch so treiben. Also wir werden auf jeden Fall genug zu tun finden. Und was ich heute schon mal vorbereiten wollte, war ein paar Alarme für eventuell sich öffnende Transferfenster zu gucken, ob da irgendwas in den nächsten Tagen passiert. Moho ist jetzt noch nicht so super interessant. Eve dauert noch lange. Duna kann man schon mal mit reinnehmen. Nicht ganz uninteressant. Also so sieht man es auch ein bisschen besser. Joel in 105 Tagen. Prinzipiell wäre das Joel-System auch spannend langfristig. So, nur damit wir die schon mal auf dem Schirm haben, wann da die ersten Fenster aufgehen. Um eventuell ein paar Forschungspunkte einzuheimsen. Der Neo ist, glaube ich, noch unterwegs auf dem Weg nach Hause. Ich weiß gar nicht, wann der heute losgemacht hat. Genau, der muss sich erstmal von uns erholen, weil wir ihn kaputt gemacht haben. Ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Okay, lasst uns als erstes bei der Raumstation anfangen. Raumstation. So, da müsste jetzt nämlich der Vertrag laufen. Ich weiß gar nicht, der Ungu ist, glaube ich, gefahren, meine ich. Ich glaube, der ist gefahren. So weit sind wir schon. Und es laufen jetzt noch ein Tag, 5 Stunden, 50 Minuten. Also immerhin haben schon sage und schreibe 10 Minuten stattgefunden. Ich würde sagen, wir zeitraffern das jetzt einfach mal relativ stumpf durch. Vielleicht auch nicht mitdrehenderweise, weil wir sonst wahrscheinlich uns voll speien werden.
Genau, die Raumstation trödelt hier so vor sich hin. Specified Orbit haben wir getroffen. Wir können sie uns ja parallel auch mal angucken. Für die von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Also, wir haben eine Raumstation mit natürlich einem Cupola-Modell. Oh, ich muss vielleicht niesen, wartet mal. Ja, ei, 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 das will ich euch natürlich nicht in die Ohren ballern. Mit einem Cupola-Modul, das war optional, aber zu einer guten Raumstation, ihr wisst das alle von der ISS. Zu einer guten Raumstation gehört natürlich eine Cupola dazu, mit einem Dockingport obendrauf. Und da haben wir jetzt erstmal übergangsweise Solarpanels dran gehabt. Wir haben schon das erste Erweiterungsmodul rangepackt. Ein Wohncontainer für vier Kerbals. Wir haben natürlich ein Labor. Das ist eigentlich der gedankliche Hintergrund der ganzen Übung, ist natürlich dieses Labor hier zu haben, damit wir Forschungspunkte generieren können over time. Wir haben viel Akkukapazität, also relativ viel. Die müsste aber eigentlich ganz gut reichen, um uns über die Nacht zu bringen. Wir haben ein größeres Recycling-Modul, mit dem wir sehr viel recyceln können. Und wir haben die Nom-O-Matic 25.000. Das ist im Prinzip ein Grünhaus, ne, mit dem man da arbeiten kann. Und da werden wir anfangen, das erste Zeug herzustellen. So, und hier unten haben wir natürlich allerlei Dinge noch mit drin. Und da kam der Redeem vom Herrn Wöller für den eigenen Veteranenköbel natürlich gerne. Wenn du möchtest, ich weiß nicht, hast du eine gewisse Vorstellung, was der Wöllerkörmel beruflich so machen soll? Denn ich könnte mir hier sehr gut vorstellen, was ich bräuchte, wäre zum Beispiel ein Biologe, der hier arbeitet, oder ein Wissenschaftler, der hier arbeitet, würden jetzt demnächst so oder so nach hier oben verschifft werden müssen. Also sowohl Biologe als auch Wissenschaftler sind momentan sehr opportune Möglichkeiten beruflich, hier eine Karriere anzutreten und für unbestimmt lange Zeit auf dieser Raumstation festzusitzen, um Gemüse anzubauen. Pilot wäre mir am liebsten, aber du kannst doch gar nicht fliegen. Schwierig. So, Pilot it is. Gemüse ist nicht so ein Ding. Ja, aber fliegen doch auch nicht, Wöller. Wir müssen doch realistisch bleiben. Alles gut. Mache ich gleich fertig. Ich warte hier nochmal kurz, bis die Station runtergetickert ist. Also, dann haben wir noch einen Dockingport. Wir haben hier hinten raus auch noch einen Construction Dockingport. Da können wir noch weiter anbauen. Und wir haben links und rechts einen Ausleger jeweils oder einen Construction Dockingport mit einem Ausleger gehabt. Hier ist der Dockingport schon zusammen constructed. Also man kann ja die später vertüdeln. Hier drüben ist er noch ausstehend und da können wir noch einen Ausleger ranbauen. Und hier ist als erstes schon mal der Solarausleger rangekommen mit größeren, also mit einer größeren Kapazität an Relay-Antennen. Die sind natürlich noch nicht so groß, muss man der Fairness halber dazu sagen. Und größeren Batteriebänken. Das war ein relativ teurer Spaß nochmal. Deshalb bin ich auch kohletechnisch gerade so weit runter. Deshalb warten wir jetzt, dass das hier completed ist. Dann gibt es nämlich auch wieder Geld. Und wir müssten normalerweise einen Folgeauftrag bekommen, hier eine Crew hochzubringen. Und dann gucken wir mal. Genau, wir haben auch noch andere Aufträge. Wir haben nämlich noch Science Data from Space Around Kerbin. Das bietet sich dann natürlich an, wenn man eh schon hochfliegt, das zu erledigen. Und wir haben eine neue Orbitalstation Around Minmus. Und wir müssen gleich mal gucken, wir brauchen heute neben der Erweiterung der Raumstation vielleicht den ein oder anderen Pfand, den wir verdienen müssen. Also wir müssen ein bisschen Kohle reinspielen. Und deshalb machen wir das jetzt hier erstmal fertig und gucken dann mal, was die Auftragslage so hergibt, um uns eventuell mit dem einen oder anderen Kerbal-Dollar zu versorgen. Aber so sieht die Raumstation schon mal ganz schick aus. Ich denke, hier wird ein Versorgungsmodul rankommen. Also hier werden wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir nicht Food-Container ranbauen. Vielleicht auch in länglicherer Form. Ich muss mir das gleich mal angucken, was wir da haben. Ich würde dann auch auf der Seite mit dem Ausleger an sich in der 1,25 Meter Variante arbeiten. Und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht auf der Seite, weiß ich nicht, ob man nochmal Solarpaneele braucht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Wir brauchen auch eigentlich nicht wirklich Kühlpaneele. Die andere Alternative wäre hier drunter noch einen großen Tank zu bauen für Lebensmittel. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. So. Ja, das wird auf jeden Fall was. Und wie gesagt, noch knappe 3 Stunden, dann ist die Station erstmal so weit eingerockt, dass der Vertrag sie akzeptiert. Und dann können wir hoffentlich, also dann können wir uns hoffentlich dafür bezahlen lassen, dass wir hier Leute hochbringen. Die Experimente, die hier dran sind, also hier sind eine mannigfaltige Anzahl, die ich jetzt nicht aufmachen kann im Zeitraffer, an Experimenten drin verborgen. Die sind natürlich alle dafür gedacht, nachher im Labor berechnet zu werden. Darum geht es ja letzten Endes. Und wir müssen mal gucken, ob wir dann vielleicht kriegen wir auch Touristen, die mal Urlaub machen wollen auf der Station. Und wir brauchen auf jeden Fall auch irgendwie, die erste Crew muss dann auf jeden Fall auch so ein Evakuierungsraumschiff mitbringen. Wir haben bisher nur einen Docking-Port für Schiffe an sich. Das müssen wir langfristig auch nochmal ändern. Ist aber jetzt nicht die Top-Priorität. Erste Raumstation ist halt immer so ein bisschen die gammeligste Raumstation auch. Genau, also da müssen wir mal schauen, dass wir es nicht übertreiben. 387 Forschungspunkte haben wir auch noch. Da müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir damit gehen. Vielleicht irgendwas, was unser Unterfangen hier oben unterstützt. Aber jetzt haben wir noch die letzte Stunde erstmal und ich nehme noch einen leckeren Schluck Wasser. Wasser, Wasser. Und dann geht's los. Das war lecker. Lecker, lecker Wasser. So, halbe Stunde noch. Hui. Ja, ich denke mal, für den ersten Schwung 2 Wissenschaftler, ein Biologen, eine Biologin. Also taktisch noch, da der Wöller sich für einen Piloten entschieden hat, taktisch noch ein guter Zeitpunkt, um Perks einzulösen. Wenn jetzt jemand noch sagt, so, oh ja, ich will jetzt dabei sein und ich möchte gerne der oder die Biologin sein, die auf dieser Raumstation tätig ist und im Weltall das erste Mal Lebensmittel anbaut, um das hinzubekommen, ist jetzt der Zeitpunkt. Potenziell auch noch Platz für Wissenschaftler. Ich würde sonst den Bob mit hochnehmen, den können wir natürlich auch später ablösen. So, you survived. Hello, I survived. Ist das nicht toll? Wir haben Kohle dafür bekommen. Knappe 100.000. Sehr schön. So, und das hat auch unsere Reputation ein bisschen gerettet. Wieder, die haben wir uns nämlich mit der einen versauten Touristenmission ganz schön nach unten gerissen. Ganz schön nach unten gerissen. So, aber jetzt gucken wir mal, dass wir gucken, wie es hier auftragsmäßig weitergeht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich da ein paar schöne Sachen finden werde. Das kann jetzt mal interessieren. Jetzt schauen wir mal, was die so haben für uns. Crew, Base or Station. Das sieht doch so aus, als ob das geklappt hätte. Between One und 9 Kerbals. Kerbin Space Station 1. Wir bekommen 42.000 Kerbal-Dollars dafür. Und Dankeschön für den Host. So. Zack. Jetzt gucken wir mal, was man hier noch so machen kann. Wir könnten natürlich gucken, dass wir potenziell. Ah, gucke da. Der Hugo hat sich einen Köbel geschossen, wenn ich das richtig sehe. Interessant, dass der keinen Alarm auslöst. Abgefahren. Aber ja. Hugo, was darf sein? Und wieder verheißen. Achso, Wöller, bei dir habe ich immer unterstellt, dass der Wöller Kerbin heißen soll. Space Camp machen wir nicht. Bring 2 tourists to visit Kerbin Space Station 1. Das würde sich ja anbieten, da fliegen wir eh hin. 2 Touristen, bla 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 bla. Recover Kerbals. Ja, dann machen wir doch das, oder? Was nehmen die für den Low Orbit? Sind 4. Das sind halb so viele und bringt genauso viel quasi. Ja, wir fliegen da eh hin. Dann machen wir das doch. Einmal Biologe Hugo. Okay, dann machen wir jetzt mal die Kerbals fertig. Also, den Piloten, da das ein Veteran ist, müssen wir über das Cheat-Menü anlegen. Meine ich. Geht das anders? Aber das kann ich mir eh nicht leisten.
Sind wir mal alle realistisch, kann ich mir eh nicht leisten und ich kann auch keine Veteranen anlegen. So, das heißt. Pilot. Oder? Nee, Kürbels. Kürbels, Kürbels, Kürbels. Kann man da irgendwo craten? Hier kann man nicht craten. So, das ist der Wöller Kürmen. Männlicher Pilot. Erfahrungslevel natürlich 0. Ja, er ist schon mutig, aber halt auch dumm. Und er ist ein Veteran. Create Kerbel. Zack. Und den Biologen werden wir natürlich. Ah, kann ich regelkonform Namen bestimmen? Nicht direkt am Anfang, ne? Ich editiere dich dann später um, Hugo. Wir müssen uns nur merken, wer du bist. Du bist als Hugo wahrscheinlich männlich. Du bist Biologe. Ich meine, du bist ein Gärtner. Wir brauchen nicht darüber reden, dass du wahrscheinlich nicht die mutigste Person auf Körben gewesen bist. Aber du hast einen Berufsabschluss in sowas wie Biologie. Also bist du wahrscheinlich auch nicht die dümmste Person auf dem Planeten. Und damit bist du auch gar nicht teuer. So, du bist Fred Ball. Das schreibe ich mir direkt mal auf. Ah, wo sind meine Stifte? Vielleicht schreibe ich es mir digital auf. Notepad. Zack, der Fredball-Kermen. Hugo Kermen. So, das kriegen wir hin. Das muss ich nachher machen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir die Körbel-Alarmglocke können wir noch ausschalten. Jetzt gucken wir, dass wir eine Rakete konzipieren, womit wir den ganzen Kram hochbekommen in Richtung. Kannst du mit dem Cheat-Programm kann ich auch umbenennen. Das hat nur ein Problem. Das kann ich euch mal zeigen. Der kennt keine anderen Klassen. Deshalb mache ich das später im Safe Game. Weil ich überschreibe damit die Klasse zu irgendwas lustigem anderen. Das ist halt nur fürs reine Base Game da. Das geht bei Piloten, Engineers und Scientists, kann ich dann immer relativ instant. Die sind halt auch sehr teuer. Und um euch diesen kleinen Gefallen zu tun, ohne instant einfach bei drei Requests, ich muss glaube ich 100.000 für einen Kerbel bezahlen, pleite zu gehen, schiebe ich die halt rein. Genau, aber ich kann den Namen bei denen nicht umbenennen. Bei denen geht das nicht. So, Rakete, aber auch Wissenschaftspunkte. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das gelöst bekommen. Wir haben mittlerweile drei Sitzer Command Modules, was eine gute Sache ist. Wir könnten auch schon den Pandora. Den kenne ich noch gar nicht, der muss auch neu sein. Vier Sitzer und ein Zweisitzer. Den kenne ich, der Pandora ist aber neu. 3,2 Tonnen. Was macht denn das im Vergleich zu dem? 2,7 Tonnen. Ein Viersitzer wäre natürlich sexy, so im Sinne von Platz. Wir könnten halt. Was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Raumschiff, wo wir einen Piloten reinsetzen. Würde sich anbieten. Der fliegt auch wieder zurück. Der bringt die zwei Touristen mit zurück. Das heißt, Re-Entry-mäßig müssen wir erstmal drei Leute mitnehmen. Und wir nehmen mit hoch noch zwei Wissenschaftler und einen Biologen. Maybe. Maybe noch ein Engineer. Ich weiß es nicht. Nehmen wir einen Engineer mit hoch. Könnte man machen. Die bleiben aber oben. Die könnte man in so einen Container setzen, den man später abwirft. Oder, oh, noch viel besser, den wir anbauen. Wir bauen den Wohncontainer an. Macht das Sinn, noch einen Wohncontainer da oben anzubauen? Also außer Strom zu verbrauchen, überlege ich jetzt gerade. Nicht so wirklich, aber wir können es ja trotzdem tun. Also wir müssen die ja eh transportieren. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir Specialized Controls, bla bla bla. Management. Was passiert hier überall so? Hier wäre halt so langfristig mal richtig guter Funk mit drin, ne? Das ist gerade aber auch nicht unser Primärproblem. Gute RCS Controls wären eigentlich mal eine Maßnahme. Wenn ich die habe, brauche ich nämlich noch zwei Blöcke. Control Decoupler. Oh, und das ist der gesteckte Reel-Schul. Oh ja. Oh, das macht sehr viel Sinn. Den habe ich nämlich schon ein bisschen vermisst. Den kann ich nämlich schön unter Docking-Ports drunter stacken. Der macht richtig Sinn für so Kapseln.
Dann kaufen wir uns jetzt mal das und dann ist eh erstmal fast essig. Man könnte ja noch so mit den Robotikparts beginnen, die zu erforschen. Service Sample Collection. Fuel Systems. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Die kleinen Engines. Was nützt das, wenn Curable mutig ist? Die sind einfach in ihren Jobs mehr oder weniger effizient, je nachdem. Das kommt immer auf den Job und das Attribut an. Nee, das. Ich glaube, das lassen wir erstmal noch, obwohl es uns hier in die Nuclear Propulsion natürlich reinbringt mit den Advanced Fuel Systems. Und es bringt uns Inline-RCS-Tanks, aber sind wir mal alle ganz realistisch, wie oft ich die benutze. Aber es bringt uns halt auch den großen. Will ich das jetzt schon haben oder will ich? Ich will, glaube ich, sparen. Ich will sparen, um mal ein bisschen höher zu gehen. Ich glaube, ich will sparen. Das passt erstmal. Lasst uns damit erstmal bauen und wir gucken mal, wie gut oder schlecht das funktioniert. Testen wir den ersten Rückflug mit. Ja, wir testen den bekurbelt. Ist ja völlig egal. Was kostet der Pandora-Pod? Wo ist er? Ihr habt dich doch eben freigeschaltet. Habe ich ihn eben freigeschaltet oder habe ich das einfach stumpf vergessen? Ich habe ihn nicht freigeschaltet, ne? Der hätte 300 gekostet. Ich glaube, ich habe mir das gerade selber verwehrt. Weil ich erstmal nur einen Dreier brauche. Genau, das war die Überlegung. Genau, nichts mit Pandora-Port. Antrags, moin. Was ein Container, von dem man Pops kontrollieren kann? Ich verstehe die Frage nicht, Almisch. Ich verstehe die Frage sowas von nicht. Darf man sich auch den Anzug auswählen? Auch diese Frage verstehe ich nicht. Du hast normalerweise so einen orangen Anzug als Pilot wahrscheinlich. Also von daher, also ich würde dir den passenden deiner Berufsgattung zugeordneten Anzug geben. So. Wie machen wir das jetzt? Wir machen auf jeden Fall den Fallschirm inzwischen. Oh, 12.000. Also du willst diesen lustigen Sci-Fi-Anzug, so wie Valentina tragen, das wegen mir, wenn dich das glücklich macht. Ich würde dich eher in den Retro S&M-Outfits sehen, aber ey, wer bin ich? Wer bin ich, dir das zu verwehren? So, dann haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen Sicherheit hergestellt. Zack. Zack. Dich mit hochschicken. Bist du nicht auch Wissenschaftler? Genau, du, also du bist für den Wissenschaftspart, bist du eingeplant und ich brauche halt zwei Wissenschaftler. Deshalb nehme ich Bob noch mit. Also du gehst so oder so damit hoch, Eufor. Weil ich zwei Wissenschaftler fürs Labor brauche und ich habe im Moment nur zwei. Deshalb ist die Auswahl relativ gering. Du bist also dabei, ob dir das gefällt oder nicht. Also du fliegst auf jeden Fall zu dieser Raumstation und du wirst dann auf jeden Fall arbeiten und schuften müssen für Wissenschaftspunkte. Du wirst gar nicht gefragt. Du bist nicht optional. Sie werden gebraucht. Your Kerbal Nation needs you. So. Gut, das wird dann aber noch nicht eine Rückkehrraum führen. Wir haben dann kein EWAC. Na gut, wir haben kein EWAC. So ein Raumschiff ist so schnell da oben. Ist ja eigentlich auch egal. Das ist die KSS-Fähre One. So, was passiert hier eigentlich? Penguin King, vielen lieben Dank für den dritten Resub. Also 3 Monate Resub, 2 davon direkt in Reihen. Folge und Zermedes haut 18 Monate rein. Vielen lieben Dank dafür, euch beiden natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Und Ico-chan hat irgendwie sein Follow bestimmt verloren. Du bist doch schon so lange hier, du hattest doch schon mal ein Follow. Du guckst doch hier nicht einfach nur so rein. Aber schön, schön willkommen zurück unter den aktiven Followern. Schön, dass du es einrichten konntest. Ich freue mich. So, Rakete. Rakete mit potenziellen Wohnbereich. Was? Ikuchan, du hast nicht gefollowt?
Ja, dann herzlich willkommen bei den Körbonauten. Ich hätte schwören können, du hängst doch hier mindestens schon mindestens ein halbes Dutzend Streams ab. Mindestens. So, lasst uns ein relativ kompaktes Raumschiff nehmen. Tatsächlich mal, weil wir brauchen ja nicht so viel. Und vielleicht übertreiben wir es auch mal nicht so super hart mit dem Ablator, weil Gründe, es ist einfach nur Orbitalflug. Monopropellant lassen wir drin. Düsen schalten wir noch ein. Das Ding sollen wir uns dann auch speichern unbedingt. So, das ist doch eigentlich ist das doch ein sexy kleines Raumschiff. Und ich nehme jetzt einfach. Es schreit nach dem Cheetah eigentlich, ne? Es schreit nach dem Cheetah. 799, wartet mal. Upp. 799, 1891 mit dem Cheetah. Alternative wäre der Terrier. Und jetzt ist die große Frage: 1971. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe es nicht gemerkt. Ja, es ist der Terrier. Okay, es schreit doch eher nach dem Terrier. Okay, wir nehmen den Terrier. Aber wir nehmen auf jeden Fall eine Engine Plate dazwischen. Also, der Terrier in diesem kleinen Format. Der Terrier ist zwar etwas weniger effizient. Einfach mal, um auch die zu erklären, warum ich es jetzt nachgeguckt habe. Der Terrier ist von der ISB her ein Ticken schlechter, 345 Vakuum, während die Kiste 355 ISB im Vakuum hat. Aber der Terrier wiegt natürlich statt einer Tonne vom Cheetah, wiegt der Terrier nur 0,5 Tonnen. Das ist jetzt ein Vehikel, was halt ohne alles erstmal nur 8,5 Tonnen wiegt. Da ist natürlich der Unterschied, ob man sich eine halbe bis eine Dreiviertel Tonne draufpackt. Eine halbe oder eine ganze Tonne draufpackt, schon relevanter. So, und theoretisch könnte man auch mit den Sparks arbeiten. Das Problem bei den Sparks ist, also A ist, glaube ich, dass ich den Spark noch nicht habe. Ach doch, ich habe ihn, aber der ist auch ganz schön hart genervt worden. Also ich kann ihn mal kaufen, weil der kostet nicht viel. Der hat früher nämlich auch mal eine 340er ISP, glaube ich, im Vakuum gehabt. Hat aber mittlerweile seit der, ich glaube, in der 1.6 oder in der 1.7 ist er genervt worden. Und hat jetzt nur noch eine 320er. Das heißt, wir haben dann 1933 Meter pro Sekunde statt 1968 mit signifikant geringerer Thrust-Weight-Ratio. Das heißt, wir haben weniger insgesamt Delta-V bei niedrigem Schub, das heißt, es gibt keinen Vorteil, ihn einzusetzen. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Früher war das aber, ich glaube, vor der 1.6 müsste es gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die 1.6 oder die 1.7 war, wo sie ihn ein bisschen runtergenervt haben. War der Spark auf jeden Fall für solche Raumschiffe und auch für Minmus ein großer Geheimtipp. Und er ist immer noch sehr gut für sowas wie Satelliten, also für sehr kleine Dinge oder für leichte Einkörbelraumschiffe, die nach Minmus fliegen. Kann es immer noch ein Tipp sein, weil die 0,13. Na, Freunde, 0,13 Tonnen, die er wiegt, sind schon noch eine gute Einsparung im Vergleich zu. Im Vergleich zu dem Teil. Robert sieht erstaunlich gut aus. Dankeschön. Aber ich glaube, du meinst das anders. Es ehrt mich sehr, dass du das sagst, aber ich glaube, du meinst es komplett anders als ich. So, jetzt können wir das hier mal einklappen im Moment. Ich mache euch mal den Kerbal Engineer auf. So, es gibt ja immer wieder mal Anmerkungen, dass ihr gerne sehen möchtet, was ich eigentlich baue. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. So, jetzt überlege ich gerade, machen wir wieder einklappbar. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber ich habe die halt schon gekauft, ne? Dann nehmen wir die doch. Die Expedition ist abgeschaltet erstmal, weil Buggy. Habe ich Probleme mit dem Live-Support-Mod? Eigentlich nicht. Drehverschluss, was hast du denn für Probleme damit? Also bei mir funktioniert es bisher einwandfrei. Aber also erklär doch mal deine Probleme, dann kann ich da vielleicht qualifizierter was zu sagen. Auch qualifizierter was dazu sagen, ob es ein Problem ist oder vielleicht working as designed. So. Ja, will er es nicht mehr auf 1. Der hat schon lange darauf gewartet, dass er die Kohle raushauen kann,
für einen Veteranenkörbel, weil er nicht mehr auf der 1 sein möchte. Habe ich schon im letzten Stream gefragt. Mein Live-Support-Fenster flackert und zeigt nichts mehr an. Nee, das hatte ich noch nicht. Würde ich mal probieren, neu zu installieren oder deinen Module-Manager auch mal neu zu installieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Habt ihr auch das Gefühl, dass ich schief sitze? Ich sitze nicht mittig im Fenster. Irgendwas war anders. Vielleicht hat sich die Kamera verschoben oder so. So, machen wir so. Oder haben wir schon irgendwelche fancy Solarpanels? Wir haben noch nichts fancyisches. Später würde ich das gerne mal mit diesen runden Dingern von der Orion fliegen, weil jetzt ist das Ding schon fast ein bisschen Orion-mäßig. Ah, obwohl. Können wir das mit dem. Ah, wir können dann die Solarpaneele so schlecht anbauen, ne? Das ist das Problem hier. Mit so einem Dingsbums, ne? Wie heißt das? Mit so einem Universal Storage Core, aber nee. Nee, nee, nee. Wir gehen mal so nah wie möglich ran an Orion. Okay. Mein Crew-Komplex ist beträchtlich. Also wenn du magst, Drehverschluss. Falls du nach einem funktionierenden Setup suchst, drück einfach mal. Schreib einfach mal Ausrufezeichen Seekern, dann gibt der Bot dir einen Link. Das HKK, also Hardcore Colonization Setup, ist das, was ich hier spiele. Das ist eine 172er, 173er Version, ich glaube, 172. Steht aber mit dabei. Ach so, und installiert mit 1.6er, 1.7er Kompatibilität. Und was ich halt mache, natürlich, ich update dann, wenn es stabil ist, nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass jetzt eine neu geupdatete Version von USI Live Support das Problem reingebracht hat. Also, was du mal probieren kannst, ist manuell USI Live Support runterzuhauen, dir das auf GitLab oder sowas zu besorgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hostet auf GitLab, um mal zu gucken, dass du ein älteres Release mal probierst. Weil bei mir funktioniert es einwandfrei. Also, ich habe diese Flacker-Probleme und sowas ja gar nicht. Einfach mal das probieren. Zack. So. Ein Körbel, ein Tourist geworden. Ah. Ja gut, das setzt sich ja zum Beispiel nicht ein. Ich mache ja, dass sie meutern. Aber Brady scheint auf einer Spur zu sein. Okay, ihr zwei werdet jetzt gute Freunde und klärt das miteinander. Und ich kümmere mich mal um Raumschiff bauen. Ne? So. Raumschiff bauen. So, die Überlegung wäre jetzt nämlich folgende. Ja, was ist denn die Überlegung? Die Überlegung wäre jetzt zu sagen, ich baue hier. Dockingport an. Macht der Sinn? Macht das so Sinn? Macht das so Sinn? Ja, eigentlich macht das so nicht Sinn, weil ich kann das ja so nicht festhalten. Krampfgarten! Hallo! Moin Krampfgarten! Hallo und ganz herzlich willkommen an dich und deine 17 Raiders! Na, habt ihr fertig gekörbelt? Oder was gab es bei euch heute Schönes? Eigentlich ist doch Sonntag bei dir immer auch am Nachmittag Körbeltag. Etwas vor mir. Und ja, ganz herzlich willkommen. Habt ihr ganz viel Spaß und ganz viel erfolgreiche Missionen gehabt? Oder ist irgendwas richtig fürchterlich den Bach runtergegangen? Das ist ja die große Frage. Nee, das machen wir so nicht. Das machen wir so nicht. Wir schließen die Station an der Stelle jetzt tatsächlich ab. Zack. Oh, das könnte vielleicht noch kürzer gehen. Ah, das kann man so machen. Das ist ganz schön kurz vorm Clipping, aber es ist immer noch okay. Es ist immer noch okay, finde ich. Shit, jetzt haben wir aber nicht. Die Minifights sind wirklich Minifights, ne? So. Zack. Dann machen wir es ein bisschen anders. Keine coole Optik, aber doch, es ist
gut genug. Gut genug, die Optik. Die Frage ist, wie machen wir das mit denen? Mich nicht einverstanden mit. Da sind 30 Monopropellanten drin. Eigentlich, wir reden hier über mich. Eigentlich brauche ich nicht. Soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich brauche nicht mehr Monopropellant. So. Jetzt muss man nur gucken. So, jetzt muss man lesen. Ich darf nicht fragen und dann nicht gucken, was du schreibst. Das ist echt assi. Highlight war Single Stage Moon Flyby mit anschließender Landung wieder auf Köln fast ohne Fluss. Single Stage Moon Flyby, das heißt, du bist ohne zu stagen von Kerbin gestartet und am Moon zurück und gelandet fast ohne Verluste. Fast ohne Verluste klingt wie irgendwas ist doch ein bisschen schief gegangen. Habe ich das richtig verstanden mit Single Stage Moon Flyby? Ganz schön groß. 0,075. 0,045. Dafür brauchen wir aber noch halb so viele und ehrlich gesagt brauchen wir die auch in sehr viel kleiner nur. Check. Moin, Major Spanker. Na, wie ist es bei dir? Hast du ein wundervolles Wochenende vollbracht? Vollbracht, verbracht. Ach Gott, ich höre einfach auf. Wie wäre es, wenn wir uns einfach darauf einigen, dass ich aufhöre zu reden? Landung hat ein paar Triebwerke. Ja gut, Triebwerke sind ersetzbar. Triebwerke sind sowas von ersetzbar. Das ist ja gar nicht schlimm. So. Dann klatschen wir hier noch. Es ärgert mich ein bisschen, dass hier mein Decal ist. Es ärgert mich ein wenig, dass hier mein Decal ist. Weil dadurch kann ich hier natürlich nur ganz schlecht eine Antenne draufpacken. Aber eigentlich auf ein gutes Raumschiff gehört halt auch eine Antenne drauf, ne? Aber wir machen das einfach so. Dass ich sage, hier gibt es keine richtig gute Antenne. Hier gibt es eine Billo-Antenne heute. Oh ne, das ärgert mich. Das macht es kaputt. Wartet, wir machen das ein bisschen anders. Vielleicht machen wir es doch so. Kampfgarten, vielen lieben Dank für den Resub. 7 Monate. Dankeschön. Und natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken und mit den Emotes. So, jetzt aber mal langsam ein bisschen jetzt. Ich habe mich schon wieder so ein bisschen in dieser Upper Stage verloren. Ich glaube, so ist das ganz okay. Das ist für die Crew, die nachher auch zurückkehrt, also quasi für den Piloten und die beiden Touris. Jetzt müssen wir noch die anderen Fraggles dahin bringen. Also sprich die spätere Besatzung. Und die Überlegung wäre, die spätere Besatzung natürlich direkt in ein entsprechendes Wohngebäude zu stecken, nämlich in diesen Hitchhiker-Container, den wir dann später abkoppeln. Und mein Plan wäre, quasi mit dieser Stage, ja, deshalb habe ich das so ein bisschen klein gemacht, da jetzt noch was unten drunter zu haben, was ein bisschen fliegen kann. Und hier einen Docking-Port zu haben, um das nah an die Raumstation zu bringen, dann den Antrieb wegzuwerfen quasi, wenn ihr versteht, was ich meine, und dann im Rückwärts-Einparken-Modus dieses Ding anzudocken, mein Raumschiff abzudocken und vorne anzudocken. So habe ich dann quasi die Bewohner mit einer Wohnstation abgeliefert. Und an diese Wohnstation würde ich tatsächlich sogar noch Life-Support ranknacken. Also einen großen Life-Support-Tank mit ordentlich dicke Supplies. Oder wir machen es über die Container, wenn ich die schon habe. Habe ich schon entsprechende Logistik-Container. Die sehen nämlich ein bisschen schön aus. Ich habe nur die 1,25er. Meh. Das möchte ich nicht. Dann nehme ich tatsächlich die echten Life-Support-Container, weil die finde ich persönlich nicht so hübsch. Leider. Aber es ist halt ein 2,5 Meter Format und ich finde, ohne das ist es halt irgendwie ein bisschen albern. So, dann kommt hier nämlich so ein Construction Port drunter und unter den Construction Port kommt jetzt einfach, das wird nicht das hübscheste Design ever, kommt jetzt einfach nochmal ein Antrieb drunter und den können wir dann später einfach stumpf decoupeln. Dann nehmen wir auch nochmal. Achso, da muss natürlich eine Engine Plate drunter. Meh. Meh. 90 Tonnen Wiedereintritt. Oh, das ist mit 90 Tonnen Wiedereintritt geflogen. What? Das ist schon heftig. Das ist schon heftig.
Respekt. So. Genau. Also das ist unsere Raumschiff Upper Stage, nenne ich sie jetzt mal. Dann können wir das nämlich da anbauen. Dann ist dann ein Schloss. Dann kann man gegebenenfalls noch einen Dockingport anbauen, wenn man das später mal für nötig hält, falls die Raumstation noch mehr in die Länge gehen soll. Ehrlich gesagt würde ich da auch langsam irgendwo Schluss machen. Und dann lieber in die Breite noch ein bisschen skalieren, wenn man das unbedingt machen muss. Aber die Kerbin Space Station ist halt hauptsächlich auch dafür da, erstmal so ein bisschen, naja, Wissenschaftsdaten zu sammeln, eine erste Raumstation zu haben. Eigentlich früher war das so mein Testbed. Mittlerweile weiß ich, glaube ich, ganz gut, wie es funktioniert. Ich muss mir da jetzt nicht so viel Sorgen drüber machen. Das heißt, wir sollten es auch nicht zu sehr overengineeren. Die einzige Sache, die ich jetzt mal dazwischen packe, noch sind hier. Weil das könnte potenziell eine sehr wackelige Verbindung sein. Hau rein, Krampfgarten. Lass es dir schmecken und vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Und ist eine Kartoffel oder zwei für mich mit? So. Ah, lieber, obwohl lieber nicht. Ich habe echt viel gegessen am Wochenende. Ja. Pro-Tipp übrigens. So, da muss ich jetzt mal. Der liebe Carlis war so ein bisschen unser, ich sag mal, Local Guide, als jemand, der aus Berlin kommt. Und hat uns am Abend zum, wie hieß das, Bürgermeister am Cottbusser Platz geschleppt. Sieht erstmal richtig schäbig aus. Das ist wohl eine alte Toilette oder so. Also so, wirklich so eine öffentliche Toilette. Alles ein bisschen gefliest und sieht echt schäbig aus. Aber sehr, sehr gutes Essen. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich war super skeptisch. Ich habe den Tofu-Burger da probiert. Und ich bin sonst überhaupt kein Tofu-Freund. Versuche aber, ich erwähnte es ja schon hier und da mal, nicht ganz so viel Fleisch zu essen, wenn irgendwie möglich. Also ich bin jetzt nicht so der Oberveganer, aber wenn es irgendwie geht, habe ich mir gedacht, ah, probier's mal. Und ich hatte mir dann extra noch so dick Käsefritten dazu bestellt, weil ich echt Schiss hatte, dass ich einmal in den Tofu-Burger beiße und das schmeckt richtig widerlich. Ich möchte hier mal ein ganz explizit, als ein Tofu-Hasser, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr es mal probieren wollt, richtig lecker, war sehr, sehr gut. Beim Bürgermeister am Cottbusser Platz in Berlin, der, oh, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Waldmeister oder irgendwie sowas, also die haben alle so abgefahrene Namen, also auf jeden Fall der vegane oder vegetarische, war da irgendwas, der mit dem Tofu-Patty drin. Burger, auf jeden Fall mal probieren. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe ehrlich gesagt so den richtigen geschmacklichen Unterschied zu einem richtigen Burger Patty und auch die Konsistenz, was ja immer so ein bisschen das Problem ist, nicht rausschmecken können für mich. Mag vielleicht auch nicht gut, keine gute Note für meinen Geschmackssinn sein, aber war echt in Ordnung. Kann ich sehr empfehlen. Hat mir persönlich sehr, sehr geschmeckt und war. Auch nochmal Lob an Carles, eine gute Wahl, uns mit Essen zu versorgen. Und auch der Rest, also diejenigen, die jetzt nicht Tofu-Burger gemampft haben, sondern ich sag mal normale Menschenburger, wirkten alle recht glücklich mit ihrer Wahl. Also ich habe da keinen gesehen, der da stand und bittere Tränen geweint hat. Auch wenn im ersten Moment das Ding erstmal nicht so super, also so super, wie soll ich das sagen, heimelig wirkt. Komische Atmosphäre, so ein altes Bahnhofsklo. Aber war sehr lecker. War sehr lecker. Menschenburger. Naja, nein, also normale Menschenburger. Also nicht aus Menschenfleisch, sondern ich vermute, dass die aus Rindfleisch sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie fürchterlich wäre das denn? So, jetzt muss ich mal gucken, ob die Stage hier rein. Wo ist mein Pudel? Da ist mein Pudel. Ich bin mir nicht sicher, ob das als Upper Stage 073 899. Was ist, wenn wir. But what if we do more? Zieht das unsere Trust-Weight Ratio signifikant runter? Ja, nein, vielleicht. 08, 058 ist irgendwie okay. Ich glaube, das behalten wir so. Juti. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir haben da gestern auch drüber gesprochen. Ich habe im Moment so ein bisschen ein kleines Performance-Problem bei meinen Upper Stages. Ich tue mich ein bisschen. Ich will im Moment immer so ein bisschen viel von meiner Upper Stage. Und übertreibe es dann immer so ein bisschen.
Habe ich die Aufträge eigentlich alle brav angenommen? Ja, ne? Fürs Bessere kümmern. Das wird auch, aber da warte ich noch ein bisschen mit. Ich will eine vernünftige Station bauen. Genau, Touristen sind da. Zack, zack, zack. Okay, da können wir gut Kohle mit rausholen. Wir sind auch erst bei 42.000. Jetzt kommt halt der teure Kram. Main Sale it is. Main Sale it is. Okay, cool. Huch. 3.440. Wir brauchen da tatsächlich noch nicht mal eine große Booster Stage. Wir sind in einem absolut fernen Bereich. Ich würde kleine Booster mit reinnehmen für den Anfang, tatsächlich, aber einfach weil sie nichts kosten und weil wir es können. Aber das sieht gut aus. Wir haben es nicht massiv übertrieben. Zack. So. Was schreibt ihr Schönes? Ah, ich glaube, die Punkte gefallen ihm irgendwie nicht. Ich glaube, der interpretiert dann dein Posting als Link und kotzt sich aus. Also ich glaube, das Problem sind tatsächlich, wenn du Punkte dazwischen schreibst oder sowas. Irgendwie scheint er zu glauben, dass du Link posten möchtest. Und ich glaube, es sind die Punkte in deinem Text. Einfach Interpunktion. Interpunktion wird hart überbewertet. Interpunktion einfach weglassen. Einfach weglassen. Das interessiert doch online eh keinen Menschen. Groß-Kleinschreibung, Interpunktion völlig überbewertet. Einfach online nicht machen. Falls meine frühere Deutschlehrerin das jemals sehen sollte, es tut mir leid. Es hat einfach nichts gebracht, was sie mir beigebracht hat. Sorry. Das Internet benötigt ihre Unterstützung nicht. Nein, natürlich gibt es sehr viele gute und Anwendungsgründe für korrekte Schreibweisen, Groß-Kleinschreibung und Interpunktion. Aber in sowas wie im Online-Chat muss man da, glaube ich, auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, hat der Bot heute einfach so ein bisschen seine Tage, seine schlechten Tage, weil er heute einfach mal, der will einfach mal meckern, der will einfach mal ein bisschen loslegen und Leute bannen oder wipen zumindest schon mal. Vielleicht wird er noch ein Ban raus, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Ja, und vorhin zu der Gut-Aussehen-Frage, also danke erstmal. Ich glaube, es war eher so gemeint, dass ich relativ gut aussehe dafür, dass wir das Community-Treffen hatten und irgendwie die Erwartungshaltung wahrscheinlich da irgendwie mitschwingt, dass ich völlig zerstört aussehe. Also auch wenn ich nicht völlig zerstört aussehe, war das ein schönes Treffen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das ein oder andere Bier zusammen getrunken. Ich nicht so viel, weil ich habe es irgendwie verrissen mit meiner Planung, wie, was, wo, Öffis und Autos. Ich habe irgendwie so einen Hirnfurz gehabt, mein Auto an der Unterkunft dann abzustellen, muss dann später noch zum Hotel fahren, statt einfach. Ich habe halt morgens gedacht, ich komme schneller mit dem Auto zum Museum, was de facto auch so war, aber ich hätte so sau viel Zeit gehabt. Und wäre ich da einfach mit den Öffis gefahren, wäre mein Leben sehr viel einfacher gewesen. Ich hätte einfach Bier trinken können statt Mate. Naja. Es ist, wie es ist. Ist aber nicht schlimm. Zack, zack, war trotzdem sehr, sehr lustig. Ja, das passt. Selbst du kannst später, weil es egal ist, passt hier mit dazu. Zack, zack, zack. So. Das sollte ich noch. Jetzt müssen wir die richtigen Körbels reinsetzen. Essen haben wir dabei. Strom haben wir nicht so viel Reserve, aber das Ding hier hat einen 200er, 150er Tank. Ja, passt schon. Das Ding hat, glaube ich, auch nochmal, oder? Ne, hat es nicht. Ne, wir haben 150 Strom. Das würde aber reichen müssen, bis wir da sind. Okay, packen wir die richtigen Körbels an Bord. So, natürlich wäre es einfach, hier qualifiziertes Personal mitzunehmen. Aber der Wöller muss halt fliegen lernen.
Deshalb leben wir einfach mal damit, dass wir von dem unprofessionellsten Piloten, den wir haben, irgendwo hingeflogen werden. Dann werden wir den. Nee, falsch rum. Die Touristen gehen schon mal oben rein, dann sind die safe. Das Risiko gilt natürlich für die späteren Anwohner. Euphor geht als Wissenschaftler mit hoch, der jetzt noch Fredball, später noch umzubenennende Hugo Kerman, das muss erst noch kommen, geht mit hoch. Und der Bob Kerman als qualifizierter Wissenschaftsleiter geht natürlich noch mit hoch. Es ist jetzt noch. Ich will nicht Möller fliegen. Erstens heißt er Wöller. Und zweitens fliegt er dich. Just saying. Du streikst, wenn Wöller fliegt. Ach Quatsch. Du musst das immer so sehen. So ein Pilot in einem Raumschiff ist ja auch nur dafür da, Knöpfe zu drücken. Eigentlich machen das ja alles die Computer. Und die Computer sind in dem Falle ich. Alles ist safe. Alles ist totally safe. Ich strutte den Mist jetzt noch durch. Also, wir haben hier super Luxusfliegen. Es ist sogar noch ein Sitzplatz frei. Wir könnten eigentlich noch gucken. Ah, ne, den kriegen wir dann nicht wieder mit zurück, ne? Ich wollte gerade sagen, wir könnten noch gucken, dass wir noch einen Touristen mitnehmen. Aber, schlechte Idee, glaube ich. Genau, du drückst Robert. Wenn wir das mal fertig übersetzen, meinen Satz. Wollte ich ihn nicht im Stream sein Insta posten lassen? Nee, ich habe gesagt, ich poste sein Insta. Ja, aber auch nicht jetzt schon. Wir sind ja erst 117 Leute. Ich bitte dich. Das hebe ich mir natürlich für einen Moment auf, ein bisschen später, wenn wir hier richtig aufgebaut haben. Vielleicht noch ein schöner Raid reinkommt. Dann macht man das. So funktioniert das Social Media Game. So funktioniert das Social Media Game. Soll ja was bei rumkommen. So. Ein Prop-Koffer versteckt. Genau. Eigentlich sind das alles nur Fake-Knöpfe. So, wir haben 1,62 Trust Weight, dann 1,52 beim Staging. Dann sind wir hoffentlich hoch genug später, sonst haben wir ein Problem. Zack. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal losfliegen. Ich nehme noch vorher einen Schluck Wasser und ich hoffe, dass ich diesmal mit der Upper Stage alles richtig gemacht habe, weil eigentlich. Der Fame ist mir zu Kopf gestiegen. Bah. Bah. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Autostraten, ja, ein bisschen geautostratet habe ich. Das sollte reichen. Wir haben nichts Schweres dran. Ich bin zuversichtlich. Ich bin wirklich zuversichtlich. Wir probieren das jetzt einfach mal. Sitzen ja auch die richtigen Leute drin. Also eigentlich sollte das passen. Ja, ist alles umgestellt. Also ich bin guter Dinge. Wenn, dann sind es Kleinigkeiten und Kleinigkeiten sind unwichtig. Die kann man unterwegs lösen. Ah, Docking Port haben wir auch vorne. Na, sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. So, das heißt, wir werden jetzt einfach mal die Raumstation bekörbeln. Wir werden Touris zur Raumstation bringen. Wir werden ein bisschen Wissenschaftsdaten machen für den Auftrag und wir werden natürlich eine Menge Wissenschaftsdaten machen für das Labor. Das erinnert mich daran, dass wir eigentlich mal direkt. Achso, ja, nee. EVA ist gerade nicht. Wir hätten jetzt noch eine Bodenprobe. Die bringt wahrscheinlich auch nicht viel fürs Labor. So, wo ist denn die Raumstation? Die Raumstation ist da. Das ist immer, wenn ihr das auch mal habt, ne? Sobald ihr irgendwie einen Auftrag habt für diese Station, ist das ganz eigenartig, weil normalerweise klickt man einfach mittig auf was drauf und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr das Klicken hören könnt, aber ich klicke, passiert halt einfach nichts. Sobald man so einen Auftrag hat, bekommen diese Dinger so ein Kästchen. Und aus irgendwelchen mir völlig rätselhaften Gründen müsst ihr dann auf den Rand vom Kästchen drücken, damit ihr die als Target setzen könnt, weil irgendwas mit der Klickfindungs Gedöns-Sache kaputt ist. Keine Ahnung. Das war aber schon früher so. Also das ist nicht irgendwie neu. This is not a new problem. So, Habitation tüdelt schon mal vor sich hin. Ich hole jetzt noch diese Station ein bisschen ran. Zap, zap. So, das sollte eigentlich ganz gut passen. Strom sind wir gut unterwegs. Sie produzieren auch schon mal ein bisschen Mulch und verbrauchen Supplies. Gute Kürbis.
Gut, Kölz. Leckerer Mulch. Den braucht man natürlich oben für die Funktion des Nom-O-Mat, um dann unsere eigenen Lebensmittel anzubauen. So, und ich würde sagen, wir starten heute mal wieder ganz klassisch bei den 350, den Dreh. Jo, das sieht gut aus. So. Let's do it. Sowas von, oder? Letzte Check, sieht aber alles gut aus. Schub ist an und wir sind go für den Start. Auf zur Raumstation. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen schräg gehen, dass wir die Dinger nicht auf dem Launchpad abwerfen. Ist das immer noch HKK2? Das ist, also wir haben gelauncht, ja, vor ein paar Folgen, aber es ist, es ist natürlich immer noch Hardcore-Conversation, na klar. Auf jeden Fall. Aber halt. Ach ja, den Gravity-Jam muss ich selber machen. Wöller kann ja noch nicht so gut. Der ist ja pilotenmäßig noch eher so in der Lernphase. So, ich glaube, wir sind schon mal ganz gut schnell unterwegs. Habe ich ja einfach einen Mulch-Job ausgemacht. Einen sogenannten Kackjob, wolltest du sagen? Maybe. Maybe. Aber so ist das halt, ne? Du hast ja Marsianer bestimmt gesehen. Also eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass du in diesem Kanal bist und den Marsianer nicht gesehen hast, sagen wir es mal so. Und dir sollte klar sein... Booster sind gelandet. Oh Gott, ich habe eine Idee. Die sollte klar sein, dass eine gute Kartoffel immer auch mit ein bisschen Kacke verbunden ist. Eine gute Kartoffel ist immer auch mit ein bisschen Kacke verbunden. Dieses Wort zum Sonntag. So. Jetzt haben wir einen ganz guten Vorsprung gewonnen, um auf der Upper Stage zu arbeiten. Los geht's. Möge es hoffentlich funktionieren. So, ich gehe jetzt schön flach, damit wir die auch wirklich nutzen und auch effektiv nutzen. Zack, und wir müssen rauf auf eine Höhe von 150 Kilometern. Wir sind gut unterwegs, was das angeht. Sehr schön. Okay. Wir haben noch viel Zeit. Bis zur Apoapsis. Vielleicht ein bisschen, ich gebe ihm 5 Grad Steigung mit rein, damit wir uns noch ein bisschen Zeit kaufen. So, Fairing kann man auch schon mal aufmachen. So dolle ist das hier nicht mehr. So, damit wir es einfach, damit wir es nachher nicht vergessen. Mach die Dinger schon mal auf. So, dann, jetzt boosten wir uns ja mal ganz gemütlich in den Orbit drauf. Delta V sehen gut aus. Thrust Weight Ratio sieht sehr gut aus. Also alles safe diesmal mit meiner Upper Stage. Habe ich gut gebaut. Man muss halt drauf aufpassen, ne? Das ist halt einfach. Haben uns spontan für Lieferdienst entschieden. Das ist eine gute Entscheidung. Was gibt's heute Schönes bei dir geliefert? Fallschirm ist inline. Du erkennst ihn an diesem hochqualifizierten Fallschirmsymbol. Und der befindet sich hier unter dem Dockingport, habe ich den. Pizza Perverso. Was ist denn eine Pizza Perverso? Das kann ja nur irgendwas mit Ananas sein. Also Pizza Perverso ist in meiner Welt irgendwas mit Ananas. Auf jeden Fall ziemlich hart Ananas drauf. Jetzt gleich mal gucken, dass wir nicht in zu tief abrutschen, aber also wir müssen noch ein bisschen Höhe kriegen. Wir sind gleich auf der Apoapsis. Ich habe aber fast eine 1-0er Thrust Weight Ratio, also ich kann hier ziemlich schnell nachsteuern. Von daher gehe ich jetzt erstmal weiter relativ flach. Und gehe eigentlich auch davon aus, dass ich das hier gleich fangen sollte. Pizza mit What? Spaghetti, Döner, Fleisch, Käse. Dann kommt nach dem Backen Salat und Salatsauce drauf.
Das heißt hoffentlich auf der Karte auch wirklich Pizza Perverso. Ich hoffe, nein, andersrum. Ich hoffe, das gibt es nicht auf der Karte. The holy. Okay, die ist lecker. Ja, maybe, aber es klingt. Das Wort, was ich jetzt benutze, und das benutze ich nur, weil ich freundlich sein will, ist verstörend. Es klingt auf jeden Fall verstörend. Ich bin aber gerne bereit, sollte der Tag kommen, dass wir uns mal auf irgendeiner lustigen Games-Messe oder sowas treffen. Der Tag wird bestimmt kommen. Wir sind ja so Streamer-Menschen. Bin ich bereit, das mal auszuprobieren, aber es klingt hoch verstörend. Okay? Und ich glaube, ihr wisst, dass es hoch verstörend klingt. Sonst würde die nicht Pizza Perverso heißen. So, da ist die Kohle schon fast wieder drin von Massive Scale Launches. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir so rankommen an die ganze Geschichte. Target Position and Intersect. Okay, wir müssen höher. Wir müssen unser Aufstiegsgame auf jeden Fall ein bisschen modifizieren, damit wir sie. Strom, alle, ach du Scheiße. Jo, das war's mit unserem Antrieb. Wir sind aber safe in den Orbit geflogen. Wir müssen ein bisschen höher noch. Orbital-mäßig, was aber auch kein Problem ist. Wir machen jetzt erstmal Licht an, damit wir nicht alle im Dunkeln sitzen. Dafür haben wir dieses Triebwerk. Also dieses Triebwerk ist wirklich nur dafür gedacht, dass wir den Anflug zur Raumstation machen. Mit 662 Meter pro Sekunde sollten wir da auch. Ganz gut hinbekommen. Wie ist heute mein Auftrag? Ich glaube, du verwechselst das gerade mit dem Kerbal Chaos Duo. Ansonsten, also der Auftrag, also der KSP-Auftrag ist heute, dass wir zwei Touristen an die Raumstation bringen und die Raumstation bekörbeln mit diesem netten, gut aussehenden Herrn. Also man beachte den Mann mit dem sehr gepflegten Bart, Euphor als Scientist. Man beachte den Mann mit der sehr gebleichten Frise, das ist eigentlich der Hugo Kerman. Den müssen wir später noch umbenennen. Und Bob springt erstmal ein, da wird aber später sich sicherlich noch jemand von euch finden für Bob. Steht so auf der Karte. Okay, es spricht für euren Lieferservice, dass sie zumindest sich eingestehen, es Pizza Perverso zu nennen. Es spricht für sie tatsächlich. So, die Stage hier brauchen wir nicht mehr. Aber Schub aus. So, Arsch sie erst kurz an. So, zack. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal. So, da sind wir auf 158. Wir müssen es nicht forcen. Wir gehen jetzt hier auf die Apoapsis rauf. Und zirkularisieren über den Orbit der Raumstation. Wir sind jetzt safe drüber. Also die hat 150 Kilometer. Wir haben jetzt schon 162 Kilometer. Das heißt, ab da beginnt die auch wieder zu uns aufzuholen. Wir überholen sie jetzt gerade. Also wir haben sie auch schon wiederholt. Wiederholt. Überholt. Und ich würde es jetzt nicht erzwingen wollen. Sondern wir lassen ihn jetzt da einfach schön ein bisschen driften. Into the Sunshine und machen dann den Orbit. Was ist der Unterschied zwischen Biologen und Farmern bei den Kerbals? Die Biologen können noch was. Es gibt, suche einfach mal nach USI Wiki. Warte mal, ich muss selber mal nachgucken. USI Wiki. Space Industries, MKS Wiki. Da gibt es die Crew Skills Impacts on Parts. Und es ist so, dass der Biologe kann halt Greenhouses betreiben und der Farmer kann das, glaube ich. Ach nee, der Biologe kann Greenhousen und der Farmer kann. Das hat sich nochmal geändert. Vielleicht habe ich den falschen mitgenommen. Der Farmer kann Agrikulturmodule betreiben und der Biologe Greenhouses. Das ist der Unterschied. Jetzt die Frage, ist die Nom-O-Matic ein Greenhouse oder ist sie ein. Das ist eine gute Frage. Sowas kann man rausfinden hier. Ich link das mal. Ja, Brady hat es gerade probiert. Ich ziehe jetzt einfach mal nach. Das hat Brady gerade posten wollen. Genau. Das ist.
Stadtteil. So, wir sind jetzt natürlich an der Abgabe gerade vorbeigeeiert, weil ich zu viel quatsche. So, lasst mich kurz Raumschiff fliegen. Juti. Schauen wir mal, ob das alles von der Kalkulation her passt. Los geht's. So, wir heben jetzt den Orbit einfach an auf einen höheren Orbit. Und wie ihr seht, ergibt sich daraus dann eine hoffentlich neue Separation. Interessanter wird wahrscheinlich die hier drüben, weil wir müssen jetzt erstmal ein bisschen fliegen, bis wir ihn kriegen. Oh, das war ein ungewollter Reim. Aber ihr seht, hier kommt er jetzt auch langsam rum. Und jetzt sinkt die ganze Geschichte so langsam. Und wir sind jetzt in einem höheren Orbit, werden also diese 107 Kilometer nach und nach abbauen. Und jetzt lassen wir nämlich einfach die Orbits für uns arbeiten. Der ist zwar jetzt nur minimal höher, aber wir können noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr geht noch. Achso, das ist schon die andere Seite. Na gut. So, das müsste ganz gut funktionieren. Und jetzt können wir uns nämlich angucken, wie das hier langsam weniger wird wieder. So, und dann müssen wir einen guten Zeitpunkt abpassen, zu dem wir sagen, jo, jetzt könnte man auch mal wieder bremsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar der nächste Orbit schon. Müssen wir mal gucken. Also, Manöver. Wenn wir jetzt hier wieder runterbremsen im nächsten Orbit, dann hat er uns sogar schon wiederholt. Wieder. Oh, was ist das denn heute los? Hängt mein Augenlid irgendwie runter oder so? Kein Schlaganfall, glaube ich. Überholt. Klassische Wort für eine Störung. Überholt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist nicht gut. Das ist besser. 42, 40, 34, 33. Hup, hup, hup. Unter 10 ist immer das Ziel fürs erste Rendezvous. Das blättet er sich auf. Da haben wir 6, 6, ist völlig okay. Mit minimalstem Aufwand. 19,7 Meter pro Sekunde von den 595, die wir noch haben. Also alles super gut. Dann mache ich halt einfach einen Farmer, wie es passt. Na, jetzt habe ich schon Biologen hochgeschossen. Alles gut. Also wir werden Verwendung für dich haben. Aber ich glaube, eine Nom-O-Matic ging sogar mit beiden. Meine ich. Also, ein Farmer und ein Biologe. Einer hat der Agronomie-Skill. Einer hat den Botanik-Skill. Du hast halt den Botanik-Skill und du gibst einen Science-Boost. Der Farmer kann Reputation-Boost geben. GeForce-Tolerance haben beide. Der Farmer hat Agronomie und ich glaube, das ist Agroponics. Ah, ich weiß es nicht. Wir werden gleich mal sehen, wie das gedacht ist. Farmer specializes more advanced diverse food production by advanced agriculture modules. They contribute to science research as well as colonization. So, also die sind für die fortgeschrittenen Sachen. Und Biologen are essential for operating basic agriculture and cultivation modules. Ich würde also davon ausgehen, dass du genau der Richtige bist, weil das jetzt hier die Basics sind. Und ich habe schon wieder mein Manöver verpasst, weil ich immer noch rumlabe. Genau. Weil wir noch nicht mit den komplexen Modulen arbeiten. Darum gehe ich zumindest aus. So. Alles weitere finden wir gleich raus. Jetzt machen wir aber erstmal hier unser Manöver fertig. Upp. Bisschen noch. Zack. So, und dann kommen wir ran auf 44 ist falsch. 6,4 Kilometer da hinten. Das sieht gut aus. Let's warp there. Ist hier schon irgendjemand am Durchdrehen? Nö, ne? Alle sind super gut drauf. Habitation läuft. Das wird eine schöne Mission. Das wird eine wirklich schöne Mission. Wir bremsen das gleich noch ein. Bringen uns nah ran und dann werden wir das da wegschmeißen, glaube ich. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Eigentlich kann Bob dann raus und den Mist zerlegen, ehrlich gesagt. Dann haben wir nicht irgendwelche Trümmerteile, die im gleichen Orbit fliegen. Ja, wir koppeln das dann ab und Bob zerlegt das dann. Aber wir können versuchen, den Orbit auch hart anzupassen. Jetzt geht es auf 6,4 Kilometer. Abweichung ist in
Na, wo ist er? In diese Richtung? Richtig? Richtig. Muss ja. Wie lächerlich dieses Triebwerk ist. Dieses Triebwerk ist hart lächerlich. Okay, wir gehen jetzt erstmal retrograd. Das bringt ja alles nichts. Das bringt ja alles nichts. Das Triebwerk ist ein Witz. Ein Witz. So, erstmal laufen lassen. Zack. Schönen guten Abend, mein Devil. Ne? Ein gutes Wochenende gehabt, hoffentlich. So, und jetzt fliegen wir auf das Target zu. Liebe Crazy, bist du gerade aktiv? Also ich hoffe, du bist aktiv, spätestens jetzt, wo ich deinen Namen nenne. Du kannst bitte mal einen Link zur Docking-Musik vorbereiten, der Blauen Donau. Ich habe nicht beschlossen, wir machen das jetzt einfach so, dass du... was? Die ist weg? Was ist denn los mit ihr? Nein, nein, die kommt bestimmt gleich wieder. Damit wir dann... den Link einfach posten können für alle, die sich die Docking-Musik einspielen wollen, weil tatsächlich im Moment dann immer die Passage stumm geschaltet wird, obwohl das gemeinfreie Musik ist und das Einspruchsverfahren scheint relativ lange zu dauern. Deshalb wäre meine Ausweichlösung da jetzt erstmal zu sagen, hey, spielt euch die Musik doch einfach selber drüber. Dann gewinnen alle Seiten, nämlich auch die, die sich später die Aufzeichnung ansehen, weil es ist immer ein bisschen doof. Die können ja auch nichts dafür, dass sie heute vielleicht keine Zeit hatten. Und dann natürlich ein bisschen verlieren. Weil die Stelle stumm geschaltet ist und das eine ganze Weile dauert. Genau, ihr summt sie alle gemeinsam im Discord. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich hätte davon gerne eine Aufzeichnung. So, ich muss das gleich nochmal bremsen. Genau, also ich mache es jetzt einfach anders. Sucht einfach nach dem Lied Blaue Donau bei YouTube und hört euch das, oder euer Lieblingsmusikabspielgerät, was auch immer das ist. Und haut euch das einfach an einem adäquaten Moment an, wenn ihr die Docking-Musik dazu haben wollt. Und dann läuft das normalerweise. So, wir zeitraffen uns da jetzt mal ran. Der Mickey hat direkt schon mal den Link rausgehauen. Vielen lieben Dank. Weil ich kann da leider nicht drauf gehen, weil wenn ich das mache und YouTube gerade an ist, dann haben wir genau den Effekt wieder. Also soundmäßig YouTube gerade was machen will. Dann haben wir nämlich genau den gleichen Effekt wieder. Natürlich wieder schön verquatscht und an dem Ding vorbeigeschossen, aber wir sind gut unterwegs. So, Freunde. So. So passt das doch. So, noch ein bisschen gucken, dass wir aufpassen, dass es nicht zu nah wird. Und dann können wir uns dem Docking widmen. Ich muss dann, wie gesagt, nur noch hinten den Antrieb einmal entsorgen. Das machen wir aber erst, sobald wir einen guten Stillstand neben der Station erreicht haben. Das dürfte im Moment der Fall sein. Viel besser wird es ab hier nicht mehr. Ich bremse das jetzt mal rein. Und dann koppeln wir das da hinten ab und kümmern uns um das Andocken, würde ich sagen. So, das kommt weg. Und der Bob übernimmt mal ganz kurz die Aufgabe, das kaputt zu machen. Dann haben wir hier kein Trümmerteil in der Nähe der Station fliegen. Boom! Ah ja, das geht nicht, weil... viele kleine Teile.
So. Und last but not least. Sehr großes Teil. Sehr schön. So, hätte man jetzt natürlich einen Haufen Material-Kits rausfiltern können. Habe ich nicht, aber irgendwas ist immer. Zack. So, und dann können wir ins Docking gehen. Und Ziel ist es jetzt, das Teil hier hinten an die Station erstmal anzusetzen, damit wir dann abkoppeln können und das Raumschiff vorne andocken. Ja, es ist alles ein bisschen kompliziert. Heute ist alles richtig kompliziert. So. Zack, zack, zack. Locked. Target ist immer noch Target, hoffe ich. Wo ist denn unser Target? Da. Sehr schön. Würde ich sagen, fliegen wir da doch mal hin. Wir müssen an dieses Ende, also das ist auch das Ende mit dem Construction Port. Zu dem wollen wir hin. Das heißt, wir sind hier schon mal ganz gut unterwegs. Jetzt müssen wir natürlich dran arbeiten, das ordentlich zu machen. Und ich würde sagen, wir wollen jetzt mal hier hin. Das heißt, RCS an. Wir haben auch nicht so viel davon. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschätzt mit meiner arroganten Aussage, dass ich nicht so viel davon brauche. Gut, es verbraucht sich zumindest sehr langsam. Das ist doch schon mal schön. Okay. So weit, so schlecht. Jetzt müssen wir nur noch hinfliegen. Wie gesagt, haut euch einfach die Docking-Musik drüber, wenn ihr das möchtet. Und wenn nicht, seid ihr selber schuld. So, ich muss ein bisschen tiefer. Funktioniert ganz hervorragend, was ich hier gerade tue. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir sagen Control from here und das Ding halt einfach mal stumpf drehen gleich. Yep. Vorher machen wir vielleicht noch eine Bremse rein. Wie das mit den Abständen so ist. In Camera. Gut. Ah, sieht man hier nicht so gut, ne? Lasst uns doch das hier mal einfach einfahren aus Sichtbarkeitsgründen. So, wir sind hier und wir haben noch ziemlich viel zu tun. Auf jeden Fall sollten wir unser Docking Game ein bisschen... Ah, die Höhe sieht ganz gut aus. So. Den zeitlichen Fahrt können wir jetzt auch langsam eingrenzen. Ja, das war zu viel. Ja, ist nicht sauber. Ist nicht sehr sauber, was ich hier tue. Oh. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Was denn da jetzt passiert? Warum ist der denn so abgestoßen worden? Das war auch schon mal ein Buggy-Thema, ne? So, nochmal gucken. Ich muss ein bisschen sauberer ran. Das war auch nicht gut geflogen. Aber ich habe das Gefühl, der ist richtig abgeglitscht. Das kann ich sehr viel besser, ja. Aber da bin ich jetzt gerade sehr schlecht reingekommen und irgendwie ist er abgerutscht. Auf jeden Fall. Und die 1 Meter pro Sekunde macht mir auch ein bisschen Sorge. Das werde ich nicht einfach so... Ah, das kriege ich mit Monopropellant halt nur sehr schwer ausgeglichen, ne? Mal gucken. Mich wundert es gerade, dass der so weggeglitscht ist. Sehen. Ich hoffe, dass dieses doch sehr... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie 1, irgendwas Meter pro Sekunde wegbremsen muss. Aber wir sind noch ganz gut dabei, was Monopropellant angeht.
Muss jetzt noch mal gucken, das darf er nicht noch mal machen. Wenn er das noch mal macht, habe ich ein Problem. Kein Ziel, was er bekommt. Das wird sein. So, wir kommen der Sache wieder näher. Höhe ist okay. Wir müssen vielleicht einen Tick runter und wir müssen vor allen Dingen da so hin. Ich glaube, so ist es erstmal ganz gut. Ich werde jetzt mit Absicht nicht ganz so schnell. Achso, Zeit auch was drin. Um nicht ganz so viel Sprit zu verbrauchen. Ich muss das auch gleich abbremsen. Dann kann ich ihn diesmal ein bisschen sauberer ausrichten. So. Strom, Vorsicht. Nee, Strom kommt jetzt durch wieder hell. Das ist alles gut. Das ist halt, die Batterie ist halt sehr, sehr schwach gesized. Deshalb. Aber sie reicht, um durch die Nacht zu kommen, wenn ich keine Habitation oder sowas anschalte. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ding. Also, wir kommen jetzt gerade langsam angeglitten und schaffen es vorbeizugehen. Das ist okay. Höhe sieht auch nicht schlecht aus. Ich lasse ihn jetzt gerade mal genau auf diesem Vektor so ein bisschen vorbei huschen. So. Jetzt beginnen wir ihn mal einzubremsen. Damit ich mich sauber positionieren kann. Also ich denke, ich drehe so knapp über die Mitte. Spannend wird jetzt natürlich, ob wir wirklich einen Buggy-Port haben. Weil dann muss ich wahrscheinlich das Spiel einmal neu starten. Das kann passieren. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die sauber zueinander bringen. Also, wenn wir das so halbwegs im rechten Winkel aufbauen, dann sind wir Kann ich eine Kamera machen oder bin ich gerade blind? Ach, Reset-Kamera, ich bin da schon drauf. Aim-Kamera. Das ist dein Plan. So. Zack, zack. So, wir müssen ein bisschen hoch. Wir müssen ein bisschen links. Und wir müssen noch ein bisschen vorwärts. Um hier irgendwann mal zu docken. So. So sieht's gut aus. Seitlich können wir ausgleichen. Ein bisschen hoch immer noch. Sehe ich ja auch, was ich tue. Sieht das auch ganz gut aus eigentlich. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Diesmal mögen sie sich auch. Ist alles gut. So, der muss da irgendwie richtig, richtig schön abgeglitscht sein in dem Moment. So, das heißt, wir haben schon mal einen Auftrag abgeschlossen, meine ich. Nämlich die Crew auf die Station zu bringen. Das ist durch. Auftrag Nummer 1. Check. So. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt nämlich der große Plan, dass wir jetzt hier decoupeln, um damit das Raumschiff an sich freizusetzen. Sehr schön. Der Plan hat auch gut funktioniert, wie es aussieht. Sehr schön. Also unsere kleine Orion-Kapsel ist also auch Orion-artige Kapsel ist also auch vorbereitet. So, und wir müssen jetzt mit dem Dockingport auf die andere Seite der Station. Hier ist jetzt halt erstmal Essig, was auch völlig okay ist.
man kann dann später noch den Decoupler einfach zerstören und kann dann da potenziell weiterbauen. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. So, ich glaube, wir bleiben im Locked Mode tatsächlich, weil dann kann ich... Ach, so bist du gelockt. Ah, ja. Sehr gut, weil dann können wir jetzt hier mit unserem verbleibenden RCS, was immer noch völlig ausreichend ist, also gerade für das, was wir hier tun, haben wir noch sehr, sehr gut Monopropellant jetzt, weil jetzt ist ja kaum noch Gewicht vorhanden. So, wir fliegen jetzt natürlich da nach vorne. Und unser Ziel wird... dieser Dockingport. Dieser Target. Du wolltest doch den Wohncontainer seitlich ransetzen. Nee, den wollte ich nicht seitlich ransetzen. Seitlich will ich mit 1,25 arbeiten. Ich will tatsächlich, den Wohncontainer wollte ich jetzt in der Länge setzen. Und damit erstmal die Länge abschließen. Also das war tatsächlich die Richtung, in die ich wollte. Damit... Ich fliege jetzt mal hier unten links dran vorbei, hoffe ich zumindest. So, hier können wir jetzt auch ein bisschen mehr Druck geben, weil das funktioniert ganz gut mit der Kapsel. Die hat jetzt halt nicht mehr dieses Gewicht, ne? Wir haben ja relativ viel gespart. So, und jetzt bringen wir natürlich die Touris noch an ihren gewünschten Existenzort, nämlich zur Raumstation, damit die sich auch ein bisschen freuen. Und wir den Auftrag noch erledigen, natürlich auch, klar. Natürlich. Nee, der Port ist noch nicht fest verbunden. Das ist ja erst, wenn die Ports... irgendwas passiert gerade. Irgendwas lädt ziemlich heftig. Das Spiel ist gerade frozen. Ich hoffe, es stützt. Nee, es stützt nicht. Es hat gerade nur mal kurz überlegt, was es tut. Irgendwas wollte es gerade. Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon so genau? So, und jetzt können wir langsam anfangen. Hier das Docking zu machen. Das sieht aber ganz gut aus, weil das ist jetzt auch relativ einfach vom Docking her, weil wir natürlich, ja, weil wir natürlich ein sehr kleines Raumschiff bewegen müssen. So, und ich denke, wir können safe sagen, dass die Dinger im Moment erstmal kurz rein können. Wir sind gleich an der Station und dann reißen wir uns auch nichts irgendwie ab. Na komm, gib mir den lustigen gelben Kreis. Bisschen runter. Bisschen weniger Seitendrift. Ah, so ein bisschen nach da. Jetzt wieder ein bisschen hoch. Ich denke, damit sollte es das gewesen sein. Not my proudest docking, aber... So. Sehr schön. Wir haben die Touris an Bord. Das heißt, der Auftrag müsste jetzt eigentlich loslaufen mit den Touris. Jawohl, die wollen jetzt natürlich 4 Stunden hier bleiben. Das sei ihnen auch gegönnt. Wir werden in der Zeit natürlich ein bisschen an der Station arbeiten. Nämlich, indem wir zum Beispiel sagen, Compress Parts. Pop. Oh, Glück gehabt, das resettet noch nicht mal den Timer. Und dann werden wir natürlich gucken, dass wir jetzt währenddessen die ganzen Experimente starten. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. Wir haben die Wissenschaftler jetzt da. Wir können das Labor befüllen. Wir können das hoffentlich die Nomomatics starten. Und natürlich auch die ganze Habitation. So, nämlich, wir haben jetzt Start Habitat. Jawohl. Und Start Habitat. Jetzt sollten alle schon mal ein bisschen glücklicher sein. Wir machen auf jeden Fall auch direkt schon mal... Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Das Ding frisst nämlich richtig Strom.
Ne, bleibt aber stabil. Das wird dann in der Nacht spannend. Also tagsüber kriegen wir es schon mal stabilisiert. Das ist gut. Supplies reichen jetzt für 121 Tage. Und jetzt wollen wir natürlich, jetzt wollen wir es natürlich wissen. So, wir haben hier an Bord den lieben Euphor als Wissenschaftler. Der wird jetzt erstmal hoffentlich per Crew Transfer ins Labor verbracht. Das sieht gut aus, dass er dahin kann. Und wir haben als weiteren Wissenschaftler den Bob mit dabei. Geht ins Labor. Und wir haben den zukünftig Hugo, jetzt noch Fred Ball, der als Biologe hier arbeiten wird. So, in der Theorie sieht gut aus. Fertilizer wird verbraucht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Agroponik arbeitet sogar ohne ihn, meine ich. Aber mit dem richtigen Körbel arbeitet sie halt ein bisschen effizienter. Ich glaube, mit den Batterien, ehrlich gesagt, wir haben jetzt knapp 100.000 Electric Charge. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass wir jetzt auch mit der voll aufgebauten Raumstation mit alles läuft. Also noch läuft ja Research nicht. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir durch die Nacht kommen. Jetzt kommt der Part, dass wir als allererstes mal den einfachen Part machen. Nämlich, wir nehmen einen Crew Report und senden den Stumpf zurück, um den Auftrag zu erledigen. Oh nein, der fucking Sensor überträgt das. Du. Ah, Disable Science Command Transmission. Danke. Tun Sie das please nie wieder. Eine ganz unangenehme Eigenschaft dieses Experiments, möchte ich übrigens nochmal sagen. So, jetzt haben wir aber erledigt. Wir hatten nämlich noch Science Data from Space Around Kerbin. Check. Das sind so ein paar Zusatz-Dollars natürlich nochmal, die wir reinfahren. Und was wir jetzt gleich nochmal machen können, ist natürlich den Crew Report auch ins Lab reinschmeißen. Und damit können wir jetzt hier den Research starten. Das gibt natürlich im Moment noch. Oh, wir können mal die ganze Crew leveln, genau. Level up Crew, genau. Ah, das Schöne ist ja genau. Über das Labor können wir Kerbals upgraden. Das heißt, wir haben jetzt hier einige Leute, die tatsächlich schon. Euphor hat einen zweiten Stern direkt gekriegt. Er ja, abgefahren. Hugo erstmal nur ein. Ja gut, Wöller hat auch schon zwei. Scheinbar hat er schon irgendwas geleistet. Ich weiß nicht, was es genau ist. Aber auf jeden Fall gab es dicke Upgrades. Sehr schön. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist natürlich Start Research schon mal zu klicken. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr Science-Punkte. Und jetzt können wir aus den verschiedenen Experimenten natürlich wiederum Laborsachen rausmachen. Wir können aber auch erstmal gucken, dass wir die Larifari-Sachen natürlich auch, also die verlustfrei zu funken gehen von neuen Experimenten, die funken wir natürlich auch einfach stumpf runter, weil wir können sie ja nochmal sammeln und dann ins Labor stecken. So. Jetzt machen wir hier mal Deploy All Base, damit wir überall rankommen. Und jetzt wird gesigned. Jetzt wird sowas von gesigned. Wir werden jetzt nämlich alles, was wir hier mitgenommen haben, natürlich nutzen, um. Ah, das ist der Probe Core, genau. Da ist gar keine Wissenschaft mit drin, oder? Das ist nur Probe Core, ja. Remote Operations System. So, Advanced Material Bay. Radios sind offen. Ah ja, okay. Sollte es passen. Ja, alles gut. Also eigentlich sollten die nämlich, ich bin ein bisschen verwundert, die sollten nämlich eigentlich nur einen Stern haben. Ich glaube, Bob hat schon einen zweiten Stern. Das kann sein. Der war ein bisschen besser schon. Aber die anderen haben ja erst ihren Orbit quasi geflogen. Also ich hatte jetzt mit einem Stern auch nur gerechnet, aber ist auch alles egal. Ist nicht so wild. Observe Materials Bay. Das packen wir natürlich direkt ins Labor. Sowas von ins Labor. Dann Deploy Goo Bay und Observe Mystery Goo und ab damit ins Labor. Dann haben wir hier die RWPS-Antenne. Ab damit ins Labor. So, dann ist das schon mal durch. Aber ich muss mal meine Kamera, glaube ich, hierhin bewegen. Oh, hier mit dem Ding können wir natürlich richtig Science sammeln. Log visuelle Observation. Oh ja. Zwei goldene Ananas. Sagt doch sowas nicht, Leute. Der Wöller hat doch auch Gefühle.
Hunger zum Beispiel. So. Zack, alles rein ins Labor. All them things. Oh ja, Imager, Log Imaging Data. War das biom-spezifisch? Ich glaube, ne? Just above Kerbin's Waters. Ich glaube, das können wir mehrmals durchführen. Prinzipiell eine gute Sache. Also Labor ist stabil, wenn auch am Zucken, wenn ich Daten übertrage. So, hier haben wir nochmal Deploy Thermometer, Deploy Barometer, Log Temperature, genau nochmal 30, Log Pressure Data. Die Dinger sind jetzt natürlich direkt wertlos danach. Also zumindest hier in der Kerbin-Umlaufbahn. Aber es gibt uns halt einen ersten Part an Wissenschaftsdaten und ich finde es auch immer schön, einfach so, das ist mehr so ein bisschen der rollenspielerische Aspekt. Natürlich, dass wir an der Wissenschaftsstation halt schlicht und ergreifend auch ja, wissenschaftliche Experimente dran haben, ne? Aber rein spielerisch, nun ja, muss nicht sein. So, das Array können wir mal wieder einpacken. Das sieht das nicht ganz so wild aus. Das war durch. Den können wir auch zumachen. Den können wir auch einfahren wieder. Und auch hier das GoBaker zu. Alles wieder verpacken soweit. So, und jetzt können wir, glaube ich, die Primary Doors können wir closen. Ne, dann waren es die Secondary. Ja, genau. Okay, das kann auch rein. Und wir haben Highlands. Wir müssten jetzt hier nämlich immer wieder neue Dinge laborisieren und runtersenden können. Also das bringt uns nochmal einen Schwung Instant Science natürlich, die wir runtersenden können. Und es bringt uns vor allen Dingen auch nochmal Data fürs Labor. Und ihr seht, wir sind mittlerweile jetzt schon bei, ist noch nicht toll, aber wir sind schon bei 1,3 Science Data pro Tag. Und ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Grasslands mittlerweile Lock. Ah, Grasslands hatten wir offensichtlich schon. Aber vielleicht hier noch nicht. Und Log Imaging Data, zack. Grasslands. Wupp, auch nochmal rein. Genau, das ist natürlich nur so ein bisschen Trollen, Chattisco, ne? Ganz viele Zuschauer. Hier sind natürlich auch Zuschauer beim Wöller oder andersrum. Zuschauer vom Wöller sind teilweise auch Zuschauer hier. Mischt sich ja so ein bisschen, von daher. Man kennt und liebt sich ja. Und mit lieben meine ich hassen. Hallo, Herr Wöller. Mountains. Mountains ist bestimmt auch noch richtig gut. Mountains. Mountains ist schon vorbei. Schade. Zu langsam. Science, ja, kann man anmachen. Oh, Desert. Aber man kann auch einfach da hochgucken. Mein Hauptproblem ist dabei eher, dass ich ein langsamer alter Mann bin. Und einfach meine Knöpkes nicht schnell genug drücke. Das ist mein Problem. So, das dauert jetzt einen Moment, das Labor zu befüllen und nebenbei noch Wissenschaftsdaten zu sammeln. Aber das ist ganz okay. Wir müssen eh die Zeit aussitzen. Also, das müssen wir jetzt nicht ohne Zeitraffer tun, aber. Zack. Können wir uns mal den nochmal. Er ist unentschieden. Jetzt mal Mountains. 20. Hey. So. Wir müssen ja eh die Zeit der Touris noch absitzen. Die haben natürlich noch ein bisschen was zu tun. Genau. Und deshalb. Deserts hatten wir gerade schon. Highlands haben wir schon. Deserts, Mountains. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt natürlich die erste Nacht.
Mal gucken, wie das mit dem Strom funktioniert. Chance ist super. Chance hatten wir nämlich noch nicht. Zack. Ah, Chance ist wieder weg. Chance kommt aber gleich nochmal. I'm very sure. Wir müssen hier mal wieder aufklicken. So, sind wir bei Shores? Wir sind bestimmt bei Shores. Kevin's Desert, nope. Shores, jetzt. Ah, Shores ist halt immer sehr kurz. Und so ein Strand ist halt auch nur begrenzt breit, ne? Sehr viel Wasser. Ah, Shores. Das Shores war wirklich zu kurz. Präsentation. Sehr schön. Vision hatte ich den auch schon. Sehr gut. Gimme, gimme, gimme some Shores, please. Oh. Offensichtlich hatten wir Highlands noch nicht auf dem. Auf der Visual Observation. Ich gucke jetzt Highlands hatten wir schon mal. Grasslands. Shores. Yes, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. So, sehr schön. So viel kann da auf dem Äquator auch nicht mehr kommen. Hallo, Ngu. Na? Da war die Wintermännchen gnädig. Die Autobahn war vor allen Dingen auch gnädig. Also es hat sehr gut geklappt mit der Heimfahrt auch. Ich glaube, das mit dem Strom sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Ich glaube, da draußen geht gerade die Welt unter. Falls ich plötzlich offline bin, ist einfach stumpf ein Blitz hier eingeschlagen. Draußen wird es gerade sehr stürmisch. Der Baum sieht auch nicht gut aus. Naja. Grasslands haben wir schon. Und da ist die Sonne wieder. Guckt euch das an. Wir haben gerade mal knapp über 10.000, naja, fast 20.000 Strom verbraucht. Also easy peasy. Locker. Und Dr. Sanctus, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Monat. Dankeschön. Nächsten Monat ist die goldene Rakete voll. Ich präsentiere sie schon mal. Warte, um dich schon mal anzufüttern. Nächsten Monat goldene Rakete. Wenn du sie haben willst. Natürlich. Ihr dürft auf einfach so subben. Aber wenn du die goldene Rakete willst, dann lasse ich mich nächsten Monat dann wissen und dann kriegst du ein Brief von mir mit deiner goldenen Rakete. So, ich glaube, mit den Biomen sollten wir das meiste durchhaben. Hier läuft auch alles, der lädt auch fröhlich wieder auf. Gut, das sind auch völlig übertrieben riesige Solarpaneele. Ich glaube, die hier könnte man jetzt tatsächlich mal einziehen, einfach weil sie auch stören. Also nicht nur optisch, sondern auch einfach beim Docken gefährlich sind. Weil wir müssten super gut über die großen Paneele arbeiten können. Das ist sowieso völlig egal. Die großen Paneele kriegen richtig gut Solarstrom rein. Und sollten die Kiste eigentlich auch. Den Lauf machen wir jetzt natürlich noch. 3 Stunden 35 noch. Sollten die Kiste auch tagsüber wieder komplett aufladen. Das wäre natürlich wichtig, weil wenn, naja, irgendwann mit jedem Orbit quasi. Achso, das müssen wir vielleicht mal zumachen, wenn wir im Zeitraffer bleiben wollen. Mit jedem Orbit ein bisschen Strom rausblutet, ist die Kiste natürlich auch irgendwann leer. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, Habitation sieht gut aus. Supplies sehen auch gut aus. Da müssen wir halt mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wir sind jetzt auch ja mit den Touris ein bisschen verstärkt hier. So, Strom ist voll. Also wir werden dann auch weniger Crew an Bord haben. Ich glaube, wir sollten ihnen später halt mal genau so ein Raumschiff mit raufschicken, dass das immer gedockt ist als so Standby-Fluchtkapsel.
Jetzt für die Crew aber nicht so wichtig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Zeitraffer an und warten ab, dass sich das hier erledigt. Das dauert ja nicht so lange. Und dann bringen wir die Touris nach Hause. Und dann können wir mal gucken, was es als Folgemission gibt. Ob wir irgendwas Schönes, Spannendes zu erledigen haben. Ob wir beginnen, uns mit Minmus-Stationen zu beschäftigen. Weiß ich nicht, ist noch ein bisschen früh. Eigentlich würde ich gerne irgendwo ein bisschen Science noch rausziehen. Und vor allen Dingen Kohle. Also ich würde mal gucken, ich würde gerne irgendwas machen. Ich würde gern irgendwas machen, wo ich richtig Geld mit verdiene. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht ein paar Missionen miteinander kombiniert. Aber wie gesagt, lasst uns die Touris erledigen. Das gibt dann schon mal bisschen Reputation vor allen Dingen auch zurück, weil wir haben ja durch die gekillten Touris ein bisschen Reputation verloren. Gibt bessere Verträge, gibt mehr Geld, gibt uns einen guten Startpunkt. Da waren ganz viele Trümmer, um da weiterzumachen, Geld verdienen. Was ist das für Zeug? Wie viel Science machst du momentan? Ich weiß gar nicht, ob man das im Zeitraffer sieht. Ja, 1,9, also knappe 2 Science pro Tag. Das dauert jetzt ein bisschen, aber in ein paar Tagen ist das Science drin. Ich glaube, da wird es nochmal interessant, natürlich potenziell für die, also wenn wir rein über die Science reden, vielleicht irgendeinen Auftrag zu machen, der uns zum Moon oder nach Minmus führt, um Bodenproben zu holen, die wir auf die Raumstation bringen, weil die natürlich unsere Data dann extrem nach oben treiben. Weil wir haben jetzt nur 120 von 750 Data drin. Da geht natürlich noch ein bisschen was, ne? Und dafür ist natürlich Bodenproben the shit. Apropos the shit, was mir gerade einfällt. Der Euphor kann das mal machen. Es gibt ja noch eine Sache, die man ganz hervorragend tun kann hier oben, nämlich EVA-Reports. Die funktionieren richtig gut. Die kann man natürlich auch noch reinpumpen. Grasslands, jetzt machen wir einfach mal. Euphor, das wird jetzt ein bisschen anstrengend für dich. Vielleicht. Du wirst jetzt sehr oft zur Tür rausgeschubst. Immer schön festhalten. Ganz wichtiger Part. Immer festhalten. Hat mir Grasslands eben schon. Was? Oh, funktioniert er nur einmal? Das wäre traurig. Wenn natürlich Low-Over nur einmal funktioniert, dann ist der Job für dich gar nicht so anstrengend, wie du dachtest. Nee, funktioniert natürlich mehrmals, Gott sei Dank. Grasslands hat man nur einfach schon. Grasslands und Highlands, check. Shores. Jetzt müssen wir Gas geben. Check. Guter Mann. Und wie oft hast du heute, bis heute zur Luftschleuse raus? 17 Mal. Na gut. Warte, nee, man kann nicht Zeitraffern, wenn ein Kabel auf der Leiter war. Das war das. Water haben wir, glaube ich, noch nicht. Zack. Genau, die Expedition ist im Moment deaktiviert. Muss ich mal gucken, wie wir damit weitermachen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, wisst ihr was? Wir schwanken jetzt so plus minus. Und ich glaube, so einen großen Peak wird es nicht nochmal geben. Ich habe was versprochen und ich tue das sehr gerne, weil ich bin treuer Instagram-Follower. Ist ein fachlich richtiges Wort. Ich bin sehr treuer Instagram-Follower vom lieben Mimir, der so ein bisschen Weltraumfotos schießt. Und möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, was einzulösen, was ich ihm in Berlin versprochen habe, in einem schwachen Moment. Und wenn ihr einen Instagram-Account habt und gerne von jemandem, der hier auch regelmäßig zuguckt, Mimir nämlich, ein paar Weltraumfotos sehen wollt, dann müsst ihr diesem Instagram-Account folgen. So, also, ihr müsst jetzt einfach alle dahin gehen und diesem Account folgen. Fertig. Mehr verlange ich gar nicht von euch. Das kostet euch nicht viel Energie. Der Mimir freut sich ganz doll und die Fotos sind
Meistens auch ziemlich hübsch. Fang nicht an, jetzt Fotos von dir zu posten. Mach weiter so Astro-Kram. Thank you. So, damit habe ich nämlich mein Versprechen auch eingelöst. So, zack, das wieder zu. Sehr schön. So, genau. Und du musst jetzt natürlich, also Mimi, der Haken dabei ist, nee, es ist kein Facebook, das ist Instagram, aber ja, same shit, different name. Der Punkt ist, Mimi, du musst jetzt natürlich als neuer Space-Influencer auf jeden Fall auch regelmäßig Content liefern. Also am besten schnappst du dir jetzt schon mal eine Kaffeekanne und machst die warm, also so eine Thermoskanne. Du musst heute Nacht nämlich irgendwas fotografieren und das dann veröffentlichen. Just saying. Ab jetzt ist Content gefragt. Es liegt in deiner Hand. Oh, no pressure. Totally no pressure. So, Toggle-Shutter, please, ein Clapping. So. Retract all base. Whoop. So, was haben wir noch? Water. Water ist immer noch Water. Wir suchen was anderes als Water. Lieber Euphor, was kannst du uns noch bringen? Was haben wir denn noch nicht? Mountains hatten wir, glaube ich, schon. Vielleicht. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Mountains hat man nämlich noch nicht. Nee, Mountains hat man noch nicht. Cool. Hier ist Gewitter. So. Highlands. Highlands hatten wir, meine ich. Highlands kann weg. Highlands braucht niemand. Grasslands hatten wir auch schon. Highlands. Grasslands, Highlands, Mountains, Highlands, Deserts. Deserts kommt mir nicht so vor, als ob wir das schon hatten. So, alles für die Wissenschaft. Ich glaube, Euphor wird nie wieder freiwillig eine Luftschleuse betreten nach dem heutigen Tag. Der hat schon gar kein Trommelfell mehr. Es knackt schon gar nicht mehr, wenn er von innen nach außen, von außen nach innen geht. So, Highlands, aber ich glaube, wir haben es. Deserts. Shores hatten wir schon. Water hatten wir auch schon. Shores, aber ich glaube, das soll's auf diesem Orbit, glaube ich, gewesen sein. Die ganzen abgefahrenen Sachen kriegen wir halt nicht auf diesem Orbit. Aber das ist auch okay. So, ist es über Minmus oder Luna. Na, mal gucken, was da noch so auf dich zukommt, karrieremäßig. Jetzt musst du hier erstmal ein bisschen Forschungsdaten abarbeiten. Ihr habt ja ein bisschen was zu tun, habe ich gesehen. Und das muss jetzt natürlich erstmal abgedengelt werden. Wir sind jetzt bei 2,5 Science-Punkten, das ist schon mal ganz cool. Und unsere Touris haben noch 22 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt die Touris vor Zeit raffern. Sehr viel Wasser. Shores, Water, bla bla bla, Grasslands, bla 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 bla. Stuff. So, und jetzt sind die durch. Jetzt wollen die gerne noch nach Hause. Ist das KSC zufällig gerade? Ja, so halb. So halb. Dann lasst uns doch gleich mal ein Updocking durchführen. Und wir machen das natürlich professionell. Wir fliegen jetzt nicht einfach irgendwie weg, sondern wir machen das natürlich. Alles ordnungsgemäß. Wir bereiten uns richtig schön darauf vor. Zack. Extenden hier die ganzen Solarpaneele und so. 4 Stunden sind um. Druck, so viel Druck. Ach, du musst jetzt nur super awesome-mäßige Fotos liefern. Ich verstehe nicht, wo da der Druck ist. Düt, düt, düt. Dude, dude, dude. So, ist das nicht schön? Wir sind so ein bisschen seitlich weggedriftet, aber irgendwas ist immer. Gut, Wöller muss jetzt die beiden nach Hause bringen. Ich mache hier schon mal, falls irgendwas Dummes passiert, den Fallschirmstart klar, dass der auf jeden Fall schon mal eingestellt ist. Also, ab jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren.
So, und jetzt können wir gleich die Kiste schon mal umdrehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ich würde relativ stark bremsen dann gleich, während wir uns natürlich von der Raumstation entfernen. So. Und uns dann versuchen, schön halbflachen Eintrittswinkel. Also ich würde irgendwo hier so anpeilen, ja, ein bisschen weiter hinten anpeilen. Wir kommen dann relativ stark runter. So die Tag-Nacht-Grenze als unser Ziel setzen, wo wir reingehen. Und dann im Wiedereintritt fliegen. Der Fallschirm müsste locker flockig reichen. Ja, alles wird gut. Nochmal. jetzt. Jetzt ballern wir halt auch von der Station weg, wie nichts Gutes. Tschüss. Da gibt es auch so ein tolles Foto, wie die Cygnus-Versorgungskapsel so erst so ganz langsam vom Arm weggetragen wird und dann halt zwusch, auf einmal so verschwindet. Das ist quasi jetzt diese Phase. Also ich weiß nicht. Ja, wir kommen halt steil rein. Bisschen noch. So, ich glaube. Wir müssen mal gucken. Also ich glaube, es wird ein Splashdown. Da bin ich relativ sicher. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Wir müssten jetzt relativ steil runtergefallen kommen. So, weil er kann mittlerweile auch richtig was. Das legt sich dann, habe ich gehört, wieder. Weil es ein Bug ist. Ich habe gehört, das ist ein Bug. Wöller, tut mir leid. Bist doch nicht zu einem richtigen Elite-Piloten ausgebildet worden. Oh, da ist ein ganz schön. Gut, aber wir kommen jetzt halt steil dann rein. Ach, so steil ist das gar nicht, ne? Das kann gar nicht so gut funktionieren. Aber wir wollen ja auch einen Splashdown eigentlich. Aber ich will nicht so weit raus. Wir sind jetzt Atmosphärenkontakt. Das heißt, wir sind bei ungefähr 35 Kilometern Höhe. Ich gebe ihm nochmal eine kleine Bremsung mit rein. So. Und jetzt dekappeln wir den Hohl. Warum ist denn SRS disengaged? Was ist denn mit dir falsch? Reiß dich mal zusammen. So, auf jeden Fall außerhalb des Weges unseres lustigen Moduls, dass da keine schlimmen Sachen passieren. So, euch geht's allen gut. Ihr habt ein bisschen Hunger. Habitation, klar. 240 Milliliter hätte ich schon trinken sollen. Joa, ich glaube, ich habe so einen halben Liter getrunken, wenn ich das richtig sehe. Alles ist gut. Das Schlauchboot hat sich rausgestellt, ist nicht nötig für nur die Kapsel. Es ist nur nötig für mehr als die Kapsel. Und wenn ich es nicht brauche, baue ich es natürlich auch nicht an. Aber prinzipiell, ja, Schlauchboot, wenn mehr Gewicht. Aber diesmal war es noch okay. Ach, ich finde diese Wiedereintrittsdings mit den Partikeleffekten, finde ich wirklich schön. Vor allen Dingen, wenn man halt mit mehreren Teilen eintritt. Also wir werden auf jeden Fall overshooten, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es nicht so mordsmäßig weit sein wird. Mal sehen. Vielleicht so irgendwo neben der Insel oder sowas. Das könnte funktionieren. Wir kommen jetzt schnell runter. 4G, ne, 1, 2, 3G. Gehen jetzt hart auf 4G zu. Jetzt haben wir es aber gleich. Das große Glühen ist gleich rum. Sehr schön. Okay, wir sind knapp auf 4G raufgeklettert. Das ist super. Und jetzt geordnete Landung. In Sichtweite des KSCs im Wasser. Sehr schön. Das sollte klappen. Der Fallschirm müsste auch jeden Moment safe gehen. Wir sind noch bei 400. Jetzt ist er safe. Sehr gut. SAS kann aus. Der Rest
Müsste über den Fallschirm ganz gut funktionieren. Danach will er mal Flugzeuge fliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand bei mir Flugzeuge fliegt, ist halt immer sehr gering. Da mache ich auch für den Wöller keine Ausnahme. Und Dr. Sanctus habe ich. Habe ich dazu was gesagt? Ja, doch, da habe ich was gesagt. Wir haben darüber gesprochen, ne? Ja, alles gut. Genau, wir hatten über deine Rakete gesprochen. Ich war gerade kurzzeitig verwirrt, als ich hier hochguckte. Aber nein, wir haben ja. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Genau, Sub-Rakete. Soon. So. Jetzt warten wir hier auf die Fallschirmentfaltung. 1000 Meter noch. Ich bin gespannt, aber der Fallschirm müsste rein mit der Kapsel. Rein mit der Kapsel sollte der kein Problem sein. Das müsste für eine ganz gute Bremsung sorgen. Und dann sollte die auch auf eine sehr safe Geschwindigkeit runtergehen. Zumal die ja eben relativ hohe Impact Torrents hat. Mal gucken. Einfach auch um ein Gefühl mal dafür zu bekommen. 5,9 ist super. Das heißt, den können wir auch. Der Schirm war jetzt wichtig. Der kann uns nämlich später jetzt auch mit Docking-Gedöns-Sachen helfen bei. Na, bei Sachen, wo wir eine zusätzliche Wohnzelle oder sowas mit dran haben, um Touristen zu transportieren. Let's recover the vessel. So, wir haben die Touristenmission damit eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Also wenn jetzt nicht irgendein harter Bug uns trifft, haben wir das sowas von erfolgreich erledigt. Gibt nochmal ein bisschen Kohle. Das waren, glaube ich, etwas über 60.000. Gibt Reputation. Science tröpfelt jetzt langsam rein. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir weitermachen mit. Oh, der Wetter hat richtig Splashdown Ribbon. Landing on Kerbin, G-Force, Mach 3, Research 1, Passenger Transport. Ja, stimmt, er hat zwei Touristen transportiert. Kerbin Docking Ribbon und Significant Contact Ribbon. Ribbon. Ribbon ist auch ein fürchterliches Wort. So, Contract complete. Das sieht gut aus. The tourists had a great time. The best of times. Lasst uns gucken, was die Auftragslage so sagt. Also wir haben die Minmus Station noch aktiv. Rotate the crew ist mir ein bisschen früh. Science Data from Surface of the Moon. Explore the Moon. Surface of Minmus. Anvin from Orbit of Minmus retten. Orbit of Moon. So, jetzt gucken wir mal. Also, Minmus bringt uns nicht so viel Kohle, muss ich sagen. Vom Surface of Minmus kriegen wir ungefähr knappe 50.000 raus. Moon kriegen wir 42.000 raus. Das ist beides nicht gigantisch. Explore the Moon hätten wir aber Rendezvous Two Vessels in Orbit of the Moon. Dock Two Vessels. Also, wir könnten das Ganze nochmal nach oben treiben. Um fast 80.000, eine gute 80.000, da unten gibt es ja noch einen Advance, sehe ich gerade, wenn wir Dinge am Mond treiben, die mit Docking zu tun haben. Also wir könnten Apollo-Style fliegen. Das macht total Sinn. Mackes, ich nehme immer gerne neue Kerbals auf. Wie gesagt, im Moment werden vor allen Dingen noch Wissenschaftler, also ein Wissenschaftler irgendwann mal als Bob-Ersatz gebraucht. Aber du kannst dich gerne für einen neuen Kerbal melden. Wenn du das möchtest. Ich glaube, wir sollten in Richtung Moon gehen. Weil dieser Explore the Moon, das bringt uns karrieretechnisch weiter und das hat signifikante Geldvorteile. Zack. Mackes, schreibst du mir bitte einfach mal dann im Discord oder im Twitch Direct Chat. Ich würde jetzt heute keinen Kerbal mehr mit reinnehmen, weil ich gerne die Mission jetzt noch fertig bauen würde. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich heute noch losfliege. Aber schreib mir mal, wie der heißen soll und was der für eine Klasse haben soll. Also nicht hier im Chat, weil das ist dann gleich weg. Aber irgendwo im Discord Private Chat oder im Twitch Private Chat, dass du mich einfach anschreibst. So. Da bin ich jetzt Neunte. So, Science Center vom Surface of the Moon machen wir auf jeden Fall mit.
Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir noch alles. Wir könnten noch einen retten. Wir könnten Satelliten positionieren. Wir können natürlich so richtig, richtig aufs Met hauen, indem wir sagen, wir machen einfach alles. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Carrier, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis und natürlich viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Genau, wir retten den aus dem Orbit. Wir setzen einen Satelliten ab. Oh, funktioniert das, weil die unmanned ist? Vielleicht. Wenn ich muss das nochmal extra machen. One Tourist Oversight? Nö. Two Tourist Oversight? Nö, das ist alles Kerbin, ne? Ja. Four Tourists go low Kerbin. Flyby of the Moon with three Tourists. Das wäre natürlich auch nochmal. Die könnten wir oben ins Raumschiff packen. Also wenn wir es richtig, richtig, richtig heftig übertreiben wollen. Und ich glaube, ich möchte es richtig heftig übertreiben. Let's do this. Let's do all the moon things at once. Let's do all the moon things. Wie heißt der Mod, der die Abzeichen reinbringt? Das ist Final Frontier, heißt der, glaube ich. Das müsste Final Frontier sein. So, das wird jetzt die Rakete zum unendlichen Reichtum oder völligen Versagen. Wir haben mehrere Missionen. Ich gucke mal kurz im Administration Building, was wir alles haben. Wir haben To Boldly Go aktiv. Und wir haben Massive Scale Launches aktiv. Okay, das heißt, große Raketen belohnen uns auch eigentlich. Das heißt, wir können mit ordentlich Masse gehen. Wir sind noch nicht so weit, es ab zu upgraden. Da fehlt uns einfach noch die Reputation auch, weil wir uns ganz schön hart da selber, ja, wehgetan haben, sag ich mal. Ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Okay, lasst uns bauen und konzipieren. Moin, Valkers. Moin, moin. Also, das als Grundlage können wir tatsächlich, glaube ich, die jetzige Rakete nehmen. Aber wirklich nur als Grundlage. Ich muss nämlich ein paar Sachen anders machen. Ich muss, naja, also als Grundlage. Die Multi-Moon Mission. So, zack. Lasst uns mal Folgendes tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis hier eine gute Idee ist. Docken muss es können, richtig. Und wir brauchen auf jeden Fall so einen wilden Container. Und sollten jetzt einmal ganz kurz testen. Dass wir das Ding auf eine saubere Geschwindigkeit bekommen, weil ich will die Touris nicht nochmal umbringen. Wir müssen einmal, wir machen jetzt mal was, was ich viel zu selten tue eigentlich. Wir machen nämlich einen richtigen Testflight. Wir machen wirklich einen Testflight. Also ich werde so fliegen müssen, denn wir haben als Mission zu sagen, wir müssen die Touris mit zurücknehmen. Also wir haben drei Touris, glaube ich, dabei. Genau, Flyby drei Touris. Wir werden Rich Strat retten. Den könnte man auch noch damit reinpacken. Dann könnte ich trotzdem noch mit einer Dreier-Crew fliegen. Potenziell. Und alles wäre immer noch super. So. Dafür muss ich aber, beim letzten Mal habe ich das halt kaputt gemacht, als ich gelandet bin, weil ich mich gewichtsmäßig ein bisschen verschätzt habe. Und ich würde jetzt mal Folgendes tun, dass wir nämlich einfach sagen, billiger Tank. Zack. Ich will das ja nur kurz nach oben flacken. Und irgendwie reicht uns ein Skipper. Glaube tatsächlich, dass es reicht. 888 Meter.
Ich muss einmal einen Probe Core einbauen. Das Mod heißt Strategia. Bastel. So. So, zack, weil dann kann ich es ohne Körbel fliegen. Weil für einen Test wäre das halt denkbar schlecht. Wir nehmen einen Drogshoot mit. Und ich nehme noch. Aber so könnte man sie hinbauen, ohne dass sie stören. Zwei davon. So, und jetzt müssten wir... Ah, jetzt kommt natürlich wieder der Part. Genau. Dass wir jetzt das Floaty Float brauchen. Wobei ich jetzt mal kurz das andere Floaty Float... Floaty Float ist auch so ein ganz schlechter Name, aber es heißt, glaube ich, wirklich so. Inflatable Float, Entschuldigung, Floaty, Floaty Float, das war einfach nur in meinem Kopf kaputt. Das Floaty Float. Ja, Robert, genau, das Floaty Float. Was kosten die Dinger? 5000. Kauf mal so ein Medium-Ding. Prädikat sieht halt kacke aus, ne? Das ist halt eindeutig im Bereich... Ne. Designtechnisch schwerst verwerflich. Da würde ich sagen, gehe ich dann doch lieber mit diesem Float. Das ist halt... Das ist halt eine vertretbare Lösung, finde ich. Mit der man arbeiten kann. Okay. So, so muss das schwimmen können. Also es muss schwimmen können und es darf nicht aufs Wasser knallen, als ob es keinen Morgen gibt. Das müssen wir jetzt einmal testen. Dafür starten wir das Ding. Ohne Kurbels. Ohne Kurbels. Und fliegen es auch tatsächlich aufs Meer raus. Also ich werde so leicht Richtung Osten starten. Versuche ein bisschen Höhe zu gewinnen. Ich guck mal, 800 Meter pro Sekunde Delta V sollten eigentlich reichen, um einen ganz hübschen Hop zu machen. Mir geht es wirklich gar nicht um den Wiedereintrittspart. Mir geht es darum, zu verstehen, wie schnell das Ding nachher sein wird. No, totally no passengers. Wenn der Wiedereintritt kommt... So, ich muss die Dinger einmal vorbereiten, damit ich sie dann schnell scharf machen kann. Also, ihr bei 5500. 1000. Zack. So. Close. Das ist der hier, ne? Ja. So, same for you. Dann brauche ich gleich nur noch abschalten. Zack. Close. So, und dann noch einmal den Drogshoot. Den wollen wir schon ein bisschen eher haben. Der darf gerne bei 10 Kilometern aufgehen und sollte den Full Deploy vielleicht so bei 7 machen. Los. Zack. Gut. Dann schießen wir den Hobel mal aufs Wasser raus und gucken, was passiert, hätte ich gesagt.
Tanks an, Vollschub und... Er soll ja auch ein bisschen Höhe gewinnen, also das ist auch völlig in Ordnung, dass er so ein bisschen jetzt nicht zu schnell, please. Boah, nicht zu langsam. Ja, gut, das fliegt sich halt nicht so geil. Aber ist egal. So. Sehr schön. Das Ding ist jetzt nämlich durch. Dann können wir jetzt das hier auch abwerfen. Die Kappe. Das ist nämlich meine Wiedereintrittseinheit. Gut, wir sind über der kritischen Höhe. Das heißt, scharf machen, scharf machen, scharf machen. Und sobald ich beginne zu fallen, mache ich den Bremsfallschirm auf. Den teste ich jetzt erstmal. Das ist relativ verlässlich bisher immer gewesen. Das heißt aus. Arm-Parachute, der wird wahrscheinlich direkt rausgehen. Jawohl. So. Der bremst uns jetzt während dem Fallen ein bisschen. Natürlich werden wir jetzt schneller, weil wir jetzt gerade erst Geschwindigkeit aufbauen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Bei 7 Kilometer geht der Dropshoot auf und müsste beginnen, uns schon ein bisschen anzubremsen. Hoffentlich. Ja, tut er tatsächlich. Okay. Sehr gut. Dann kommen bei 5500 Metern die anderen Shoots raus. Das tun sie. 4 an der Zahl. 2 kleine seitliche, 2 große aus dem Dings. Und bei 1000 Metern gehen die dann auch auf. Ich zeitraffer das jetzt mal. Platsch, das andere Ding ist gerade ins Wasser gefallen. Jetzt wird's spannend. So, was passiert im Full Deploy? Also die Kiste muss deutlich unter 7 Meter drunter. Pro Sekunde. Schwierig, finde ich. Schwieriges Thema. Wenn wir das hier abwerfen, sind wir bei 6,6. Das sieht gut aus. Okay, also ohne den Heat Shield sind wir safe. Ohne Heat Shield safe Impact, denke ich mal. Können wir den cutten? Oder ist das eine schlechte Idee? Ich glaube, ich behalte ihn einfach. Es stört ja nicht. So, jetzt kommt die spannende Geschichte mit dem Aufsetzen auf dem Wasser. 6,5 Meter pro Sekunde ist wirklich gut. Wir haben noch ein bisschen Monopropellant natürlich auch noch komplett voll. Das kann man dann auch noch ein bisschen runterdrehen normalerweise, weil wir das ja unterwegs verbrauchen werden. Zumindest ein Stück weit. Jetzt gucken wir mal, ob dieser komische Kanister da das überlebt. Das sieht gut aus. Der dreht komplett anders, was auch sehr witzig ist. So, jetzt würde mich mal was interessieren. Der ist nur wegen dem Heatshield abgesoffen, scheinbar, ne? Scheint okay zu sein. Okay, man kann so landen. Das ist gut. Recover Vessel. Okay, also die Flugzelle an sich funktioniert. Damit kann man arbeiten. Was schon mal sehr schön ist. Moin, Futzbäckchen. Ne? Was macht das Leben? Also die angenehme Sache, die jetzt passiert, ist, dass diese Kiste gleichzeitig den wunderschönen Nebeneffekt hat. Habitation zu generieren. Wir haben nämlich jetzt für die Max-Besatzung trotz allem auch mal direkt 97 Tage Habitation. Brauchen uns also überhaupt keine Sorgen machen, was das angeht. Now comes the irgendwo hinfliegen Struggle. Jetzt die große Frage natürlich so ein bisschen. Also da oben kommt nichts mehr ran. So. Wie arbeiten wir mit dem Rest?
Machen wir es mit einem Chor. Ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, dass das nicht ausreichen wird. Quad-Core mit einem Fuel-Tank in der Mitte. Das ist zu dünn, glaube ich. Selbst mit einem coolen Triebwerk. Meh. Also 394 Meter pro Sekunde ist halt nix. Damit braucht man nicht anfangen. Das bringt uns nirgendwo hin. Moin, GS Digital. Ein Shoot mehr kann nicht schaden, für so kein Brot. Oh, maybe, maybe not. Die kleinen Dinger machen nicht so viel. Ich glaube, es passt schon so. Also der Antrieb an sich ist, glaube ich, gar nicht so ein schlimmes Ding. Das sieht besser aus. 2128 versus 2153. Also auch hier. Immer noch das bessere Triebwerk, ne? Der Terrier. Wenn auch das Triebwerk mit weniger. Just wait. 036. 073. Tja, 073 wäre eigentlich schon ganz schicki. Und das ist halt wirklich auch fast kein Unterschied, ne? Was kosten die Dinge? 390, 850, also das macht auch. Ja, ich nehme den hier, weil es optisch einfach auch ein bisschen schöner aussieht. So, wir werden uns da trotzdem jetzt noch einen Universal Storage Ring dazwischen schrauben mit ein bisschen Versorgung. Könnten da noch ein bisschen mehr Fuel reinpacken. Warum nicht? Oder halt Monoprop. Ist aber auch völlig übertrieben. Wer braucht so viel Monoprop? Fuel Tank, check. So. Dann ist der Platz einfach nicht vergeben. Rechnet den mit rein. Wow. Das ist relativ traurig wenig, ne? Also das geht sich irgendwie so plus minus null aus, der Sprit. Das können wir uns einfach sparen. Gut. Und damit haben wir den Part. Jetzt können wir das nutzen, um ein bisschen Batteriepuffer auf jeden Fall aufzubauen. Das auf jeden Fall schon mal. Und achso, shitty. Ich brauche noch einen Deckel. Primary Base. Sehr schön. Und die Secondary Base ist das. Ne? Was ist nur das da? Ja, lass uns so tun, dass wir eigentlich hier das Fresszeug und so reinpacken. So. Da
Das müsste eigentlich für einen Flug zum Moon dann locker reichen. Voller Crew. Damit haben wir 13 Tage Essen. Das ist völlig okay. Das heißt, wir können dann die Primary Base einfach zumachen. Zack. Und den Secondary Base ein bisschen Wissenschaft abfeiern. Und ich würde das teure Zeug mitnehmen. Ich würde tatsächlich das Advanced Materials Bay einmal nehmen, um das aus dem High Kerbin Orbit, High Moon Orbit, Low Moon Orbit einmal durchzumachen. Das gleiche gilt für Mr. Goo. Und das gleiche gilt auch nochmal für... Machen wir Atmospheric Science? Ich glaube... Ich glaube, das, aber das ist zwei Stufen hoch, ne? Das wäre, glaube ich, effizienter. Ist das eins hoch? Ja, der Multispektral-Imager. Dann machen wir den, weil der ist biomempfindlich. Und den hatten wir dort definitiv noch nicht. Dann können wir damit noch frische Science generieren und können auch fürs Labor nochmal Sachen mitbringen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. So, dann haben wir das. Zack. Dann kommt hier hinten L-Tank ran. So. Dann sind wir jetzt bei 2061 Electric Charge. Das ist auch echt okay-isch. Also auf jeden Fall nichts, wo wir noch weiter übertreiben müssen. Wir können die alle mitnehmen. Wir haben genug Essen, wir haben einen guten Batteriesupply, wir haben gute Habitation für unterwegs und wir haben 1788 Delta Vs in der Rakete drin, womit man ganz gut am Moon ein bisschen rummanövrieren kann, um den Typen einzufangen. Was wir jetzt noch brauchen, auf jeden Fall, ist für ein Docking natürlich ja, so Kontrollstöpsel, mit denen man das Ding bewegen kann. Ich würde hier tatsächlich zu 2 tendieren wieder. Lass uns das heute mal so machen. Zack. Und wir brauchen natürlich 2 Solarpaneele. Zack. Und ich würde sagen, eine Relay-Antenne tut uns in diesem Falle tatsächlich nicht weh. Also eine flache. Ah, wir können auch 2 nehmen, tatsächlich. Oder wir nehmen sogar 4 mit. Ne, 4 ist übertrieben. Obwohl es bestimmt witziger aussieht mit 4. Eigentlich auch ganz nett. Ja, das kann man auch fliegen. Das machen wir so. Zack. Retract. Hallo? Retract. Und retract. So. Sieht voll abgespaced aus. Ja, ein bisschen. So, und jetzt kommen wir zu dem Lander-Part natürlich auch noch. Weil, also Lander nicht, weil ich es mir besonders schwer machen will, sondern einfach, weil wir haben ja auch den Auftrag, im Orbit zu docken. Oh, und wir haben noch dieses Satellitending. Aber das ist noch... Okay, erinnert mich an den verdammten Satelliten. Docking. Wir fangen mit Docking an. Hallo? Was war das denn jetzt? Antenne will ich nicht. So, dann kommt hier unten... Igittigit machen wir die Short aus. Und Igittigit eigentlich brauchen wir für dieses Ding dann tatsächlich ausnahmsweise mal keine Engine Plate, weil ich eh die Verbindung über den Docking Port herstelle. So, wir brauchen eine Lander Can und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, sie dann wirklich mal zu kaufen. Man könnte natürlich auch das Ding nehmen. Ich habe den noch nie benutzt. Eigentlich wäre es cool, den zu benutzen auch, oder? Aber passt der unter diesen Dings drunter? Eigentlich muss er ja... Eigentlich muss er ja an so einen Dockingport ranpassen.
Sieht aber schon ein bisschen fürchterlich aus. So, das Ding hat einen Tank. Hat es tatsächlich. Das Ding hat Monopropellant und das Ding hat. Ist natürlich noch mal ein bisschen cooler, aber kostet wahrscheinlich auch deutlich mehr Kohle, ne? Warte mal. So viel teuer ist es gar nicht. So ist es halt in der 2,5. Wir arbeiten eh gerade auf einem 2,5 Meter Standard. Why not hochskalieren? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Wo ist denn da vorne? Das ist eine gute Frage. Ich komme halt an den anderen. An den anderen Attachment Point nicht richtig ran. Habe ich so das Gefühl, ich will eigentlich da drinnen rein. Es gibt halt einen Attachment Point und noch einen Attachment Point. Und ich glaube, ich bin auf dem nicht korrekten. Um es mal so zu formulieren. Wie komme ich denn da hoch? Kann man irgendwie. Ich probiere das schon mit der Alt-Taste, aber ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht da hochgezappt. Ah, jetzt war's gerade da kurz. Jetzt. Ah, ich muss einfach flacher vom Anguckwinkel her. So, dann habe ich nämlich den. Sehr gut. So soll das. Dann braucht's wahrscheinlich einen Decoupler. Gut, dass ich mit dem Ding noch nie gebaut habe. Was zuerst die Engine, dann den Donut, dann den hochschieben. Oder so. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Lander mit. Also das ist das Ascent Module. So. Weit so schlecht. Da muss natürlich jetzt irgendwie ein Tank drunter. Ich spekuliere mal auf irgendwas in der Größe. Zack. So, ich würde wahrscheinlich einen Decoupler dazwischen bauen, weil ohne einen Decoupler wird es schwierig. Das loszuwerfen, weil ich vermute nicht, dass hier einer dabei ist, kostenlos. Also die Decoupler rein auf jeden Fall. Universal Storage ACD. 12.000 kostet der, 2.000. Es ist halt, es würde halt vieles sehr viel einfacher machen, ne? Ist das eine gute Idee? Bist du eine gute Idee? Ich hoffe, du bist eine gute Idee. Wehe, du bist keine gute Idee. Gut. Das haben wir. Das hat halt keine Stromerzeugung bisher in irgendeiner Form. Ich habe auch noch keine. Habe ich schon Fuel Cells mittlerweile mal? Nö, ne? Doch. Ich habe Fuel Cells. Das macht natürlich auch vieles schöner. Okay, dann würde ich hier drunter jetzt nämlich einen Terrier bauen. So. Ah, vielleicht mache ich da noch so einen Deckel drauf. Das sieht sonst so offen aus. Keine Ahnung, ich kann das nicht mal richtig. Das muss da sein, oder? So, und den schieben wir jetzt noch ein bisschen hinein, damit das einfach auch. Es ist ja ein Strukturteil.
So, dann brauchen wir noch Landebeine. Ich hoffe, dass die schon reichen. Mal spannend. Gut aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und mit der Leiter müssen wir noch mal gucken. Das ist die lange Leiter. Man muss noch ein paar Sachen kaufen dafür, ne? Ein paar Sachen muss man dann halt auch mal kaufen. Was da passiert jetzt? Achso, der will die einfach nicht da ranpacken. Der verrückte Kerl. Gut. Zack. Zack. So, so. Was? Ich bin einschüchternd in Natura? Was? Nein, das bin ich doch nicht. Ich bin doch ein ganz lieber Mensch. Ich hoffe nicht, dass ich einschüchternd bin in Natura. Ich gucke nur so finster, weil ich so gucke. Das ist völlig normal. Einschüchtern. Gucken, dass wir das jetzt noch schön über den. Ja, ich glaube, so könnte das funktionieren. Oder es ist ein richtiges Bugfest. Möchte vielleicht beides. Bei der Facecam denkt man jetzt so 15 cm groß. Ah, okay. Der Troll ist stark in dir. Ungu. Finster gucken, so eine Happy Face, ja. Ja, das stimmt. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ich glaube, wir haben einen richtig schönen kleinen Moon Ender. Und jetzt müssen wir da noch. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir bauen da jetzt einfach mal stumpf. Wo ist sie denn? Da. Wie viel Strom kann das Ding speichern? 355. Ja, check. Alles ist super. Fuel Cell. Gekauft. So, jetzt bauen wir hier so einen ganz kleinen, ganz kleine Fuel Cell irgendwo hin. Ach, die ist gar nicht so klein. Er hat mir sie irgendwie kleiner vorgestellt. Na gut. So ganz kleine Fuel Cell. Schwierig. Ich baue sie an die Rückseite, glaube ich, oben drüber. So, das ist halt so. Zack. Fertig. Dann, die müssen wir nämlich nicht mit hochnehmen. So, und damit haben wir unsere. Ja. Nicht stressen wegen dem Satelliten. Nicht stressen wegen dem Satelliten. Ich denke an den Satelliten. Bestimmt. Ich bin aber noch hier noch nicht fertig. So, damit haben wir die Landefähre durch. So, das müsste als Moon-Mission eigentlich ganz gut durchgehen. Dann können nämlich zwei Köbels runter, die können landen, die können Zeug holen. Wir können noch irgendwie so ein paar Experimente jetzt rankleben. Und dann würde ich das Modul als abgeschlossen ansehen. Ich würde aber diese Experimente alle so irgendwie an das Ding hier rankleben. Okay. Magnetometer könnte man noch mal mitnehmen, aber ganz ehrlich, eigentlich geht es mir hauptsächlich um die Bodenproben.
Also nicht so besonders viel her. Obwohl, doch, das müsste eigentlich reichen. Die haben ja einen recht guten Winkel, den sie abstreuen. So. Ich glaube, ich werde tatsächlich den einen Ersatzfallschirm auch noch mitnehmen. Einfach um sicher zu gehen. Das wird nachher nichts. So, es geht ja hauptsächlich um die Bodenproben. Ich glaube, das passt dann ganz gut. So, und jetzt müssen wir uns das einfallen lassen wegen dem Satelliten. Was muss denn der Satellit alles können? Antenna and can generate power, reach the designated orbit around the moon and with reasonable deviation. Okay, cool. Das machen wir folgendermaßen. Zack. Wir machen... Zwei Oscar-Biester drauf. Wir machen eine... kleine Batterie da drauf. Wir machen einen Hex da drauf. Oder einfach den Octo vielleicht besser. Optisch gesehen jetzt. Zack. So, wir machen... Ach, ich habe die kleine Protective Nose Cone noch gar nicht. Also. Kann man das runterskalieren? Bestimmt kann man das runterskalieren, oder? Yay. So, dann machen wir da ein bisschen Photovoltaik ran. Es muss ja Strom erzeugen können. Was muss noch haben? Has an antenna. Okay, eine Antenne will es auch noch haben. Das sei ihm gegönnt. So, kriegen wir die. Einmal zu viel, please. Die ist ganz schön groß. Also funktioniert sie. So, und dann machen wir die seitlich zweimal ran. Zack. Und dann muss die in ihren Orbit fliegen. Ich bin zuversichtlich, dass die so funktioniert. Tada! Dann haben wir unsere Mission soweit zusammen, glaube ich. So, das... Mal so durch, glaube ich. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das bewegt bekommen. Das wird jetzt eher so der spannende Part, glaube ich. Wie kriegen wir es zum Fliegen? So, 2,5 Meter Fairing auf jeden Fall erstmal außenrum, damit hier keine Unfälle passieren. So. Das wird spannend. So, wir brauchen eine Upper Stage, die mit euch eine Injection fliegen kann. Das wird ordentlich. Ich bin nicht sicher, ob das reicht. Ah, doch. Okay, also der kann den Rest vom Orbit finishen und eine Injection machen. Also von daher alles cool. Ich meine, die Rakete wird jetzt halt teuer. Das lässt sich auch nicht großartig ändern. Because of... Ziemlich groß.
Ich überlege gerade, ob man mit dem Skipper vielleicht arbeiten könnte. Huch, das war ungeplant. 0,83 bei 910, das ist halt keine gute Upper Stage. Bei 1300 sieht schon ein bisschen anders aus. So, jetzt haben wir die große Frage. Kriegen wir das? Angehoben. Also mit dem reinen Mainsail sowieso nicht. Das kann ich schon mal direkt vorwegnehmen, also auch bevor ich das Atmospheric mache. Hören aber. Die neuen Stages zusammen noch nicht in den Orbit kommen, okay. Das ist langsam schon eine ziemlich große Rakete, Freunde. Mal gucken, wir nehmen mal die Teile hier an. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal, was es macht. So, und ich gehe absichtlich nicht ins Crossfeed mit denen. So, ich nehme sie tatsächlich nur als Booster und brenne währenddessen auch den mittleren Tank schon mal ein bisschen leer. So, jetzt gucken wir mal, was da passiert, wenn wir die zusammenzünden. Sie dann halt abwerfen. Unterwegs. Dann sind wir am Start bei 1, danke, dass es abgegangen ist. Cool. Sehr nett von dir. Not. So. Hat natürlich das gesamte Staging wieder versaut. Wie Deutsche Bahn. So. Zack, zack. Das ist der Plan. 1,10 ist zu wenig. Da muss mehr kommen. Super. Da muss also mehr kommen. At Sea Level. Also Kilonewton, hat 285 ISP, hat 265 ISP, hat mehr Schub, hat mehr Effizienz, wiegt wahrscheinlich aber auch, nee, wiegt exakt genauso viel, kann auch nicht gimbeln, ganz ehrlich, gekauft. Das sind, glaube ich, auch die richtigen, mit denen sollte das schon mal ein bisschen besser gehen, die haben nämlich einfach mehr Bums, so. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Wir kommen der Sache näher. Wir haben 1,19 Atmospheric. Wir sind ohne Atmospheric bei 3082. Piu, 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 piu. Ist halt noch ein bisschen wenig, ne? Was haben die Booster am Start? 187 Kilogramm, das hilft mir auch nicht. Brauche nebenbei schon mal das Strutting. Dann vergesse ich das nachher nicht, dass mein lustiger Space-Spargel nicht ganz so am Wackeln ist.
So. More Booster, ne? Ja, ich überlege gerade. Da könnte ich einfach sagen, dass wir sagen, das ist ein hübsches Designkonzept, aber halt leider nicht ausreichend. Hier kriegen wir mehr Bums raus. Das wird natürlich auch merklich teurer, ne? Das sind halt also die Variante dicke Booster. Wirklich, wirklich, wirklich dicke Booster. Das kann man natürlich machen. Ich meine, teuer sehe ich schon. Aber wir verdienen ja auch hoffentlich viel Geld damit. Zack. Dann können wir mal gucken, ob wir das so nach und nach oben verjüngt bekommen und immer noch Sprit reinpacken. Wann sind wir auf dem Format Stöpselmus drauf? Jetzt. Hervorragend. Okay. Da fehlt der Platz für die Glücksflossen. Nein, 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 da fehlt kein Platz für die Glücksflossen. Da kommen immer noch die Glücksflossen dazwischen. Alles wird gut. Eins nach dem anderen. Als ob ich ohne Glücksflossen losfliegen würde. Ich bitte euch. So, dann haben wir das. Witzig, wie das einfach. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, das ist die gleiche Zahl, aber ist es nicht. So, wenn wir die alle gemeinsam zünden, sind wir bei 1,30. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Und wenn wir das hier mal rausnehmen, sind wir bei 3700. Wir werden ein bisschen Überschuss verbrennen. Aber selbst mit Atmospheric komplett sind wir noch bei 3365. Kriegen also die 3, 4 zusammen. Crazy. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Schlaf gut, gute Nacht und danke, dass du vorbeigeguckt hast. Und ich glaube, so könnte es funktionieren. So könnte es funktionieren. Da brauchen wir noch Flügels. Ist hier irgendwas komisch? Ja, das ist irgendwie komisch. Warum seid ihr komisch? Seid ihr schräg an den Dingern dran oder sind die Dinger schräg dran? Also sind die Decoupler schief oder sind die Tanks schief? Irgendwas ist schief. Ich glaube, die Teile sind schief. Ja. Wobble, wobble, wobble. Da ist der Balken. Da sind die Köpfe. Das muss passen. Asymmetrie kann nicht geduldet werden. Brady, auch dir natürlich auch einen wunderschönen guten Abend noch. Wie viele Raketen ich schon mal Caspian, oder wenn ich das wüsste. Dann wäre ich sehr viel schlauer. Ich weiß es nicht. Viele. 1000 plus? Weiß ich nicht. Glaube ich noch nicht. Also würde mich wundern. Ich wäre jetzt aber auch nicht zu Tode erschrocken, wenn es so wäre. Aber ein paar. Ein paar sind es bestimmt. Ja. So. So, hey, der Patsch, na, geht's? So, jetzt mal gucken, dass die Stages alle passen. Das sieht gut aus. Nächste Stage ist dann das hier. Sieht auch gut aus. Ja. Ich glaube, das hier kann schon eher. Die Frage ist, starten wir das Desaster heute noch? Eigentlich würde es ja Sinn machen. Wir sind nämlich eigentlich so weit mit dem Bauen durch. Berlin war super. Hat echt viel Spaß gemacht. So, ich glaube, wir strucken das tatsächlich nochmal in echt.
Hier hoch können wir gehen. Den Strikes, bevor sie nicht mehr funken. Ah, das wäre gut gewesen. Aber so haben wir es nochmal so halbwegs stabilisiert. Da habe ich gerade so ein bisschen Angst vor, ne? Dass das hier alles irgendwie so wobbel-wobbel wird. Jetzt verstärke ich das jetzt einfach alles nochmal mit richtigen, guten, alten Struts. So wie sie es gehört. Einfach damit es nicht anfängt, sich irgendwie in sich zu drehen. Und mir dann um die Ohren fliegt. So, das müsste es eigentlich sein. Let's do the crew part. Okay. Curl Engine ist durch. Also. Ich bräuchte bald mal wieder Scientists, ne? Fällt mir gerade mal auf. Gut, die drei Touris. Fliegen auf jeden Fall mit. Ihr könnt in den Hitchhiker rein. Hallo. So, wer fliegt das Ganze? Ich nehme auf jeden Fall einen Ingenieur mit. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich zwei Piloten mit. Dann kann nämlich einer oben bleiben und einer kann die Landefähre fliegen. Zusammen mit dem Ingenieur. Das wird schon. So, jetzt lassen wir kurz noch überlegen. Wir sollten dem Ingenieur Werkzeug mitgeben. Einfach um sicher zu gehen. Einfach um sicher zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Rakete funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst. Wir wollen zum Mond fliegen, tatsächlich. So. Jetzt muss ich gleich nochmal die. Oh, das leckt schon im Fab. Das wird richtig kacke. Das leckt hier schon. Das wird richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. So. Das ist so ein potenzieller Launchpad-Killer, ne, wenn der nicht richtig funktioniert. So, jetzt gucken wir nochmal alle Verträge durch. Also, Position, Satellite and Actual, bla bla bla. Unmanned Probe. A new Unmanned Probe Build, das sollte eigentlich kein Problem sein. Reach Designated Actual, bla 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 bla. Das ist auch kein Problem, denke ich. Zack, okay. Also, den Satelliten haben wir dabei, wenn er ihn akzeptiert. Science Data from Surface of the Moon machen wir. Explore the Moon, Rendezvous to Vessels. Das haben wir quasi dadurch gelöst, dass wir Apollo-Style fliegen. Rescue Rich Dread from Orbit of the Moon. Das ist gesetzt dadurch, dass wir einen Slot frei haben im Hitchhiker-Container. Also wir können den retten fliegen. Build a new, nee, das ist ein anderer Auftrag. Fly by the Moon with Free Tourists. Das erledigt sich im Prinzip in dem Moment, wo wir unter 100.000 Metern dran vorbeifliegen. Also beim Einschwenken in den Orbit. Das flippt nach den Boostern. Na, ich bin mir nicht sicher. Es ist halt sehr... Es ist halt sehr, sehr lang, ne? Und es hat vorne einen ziemlich dicken Hals. Es könnte flippen, ja. Tatsächlich könnte das flippen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Emergency Group, glaube ich. Ja, die Flossen sind schon dran. Das ist, ich glaube, dass das funktionieren könnte, auch nach den Boostern. Ich muss nur vorher an Höhe gewinnen. Schauen wir mal. Und die fliegt relativ weit mit den Boostern. Also die fliegt einen Großteil der Zeit noch mit den Boostern dran. Von daher... Bin ich mal gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. So, wir fliegen als erstes mit 1,30. Okay, wir gehen relativ straight dann hoch. Versuchen aus der Atmosphäre rauszukommen. Das müsste hinhauen. Das müsste hinhauen. Meine Angst ist tatsächlich eher, dass es mir das Teil auf dem Launchpad zerlegt, wenn ich ehrlich bin. Das ist die Angst, die ich habe.
Wir werden sehen. Augen zu und durch. Also ich glaube, wenn ich die über den Start bekomme, dass die sich nicht jetzt direkt instant zerlegt, halte ich es für machbar, das Ding zum Mond zu fliegen. Also für absolut machbar. Ich habe nur ein bisschen Pipi in den Augen, was passiert, wenn die jetzt lädt. Weil das Spiel gerade ein bisschen laggy ist aufgrund der Anzahl Teile. Die Physik dann komische Sachen macht manchmal. Ja, Moment, sieht's gut aus. Okay. Also ich habe schon schlimmere Raketen geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Designmäßig könnte die funktionieren. Lass es uns einfach rausfinden und wir fliegen einfach los zum Moon. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Oh, Scheiße. Ah, da hat sich irgendwas aufgeschaut. Jetzt ein bisschen das Launchpad auch noch drauf. Ich kann nichts tun. Ah, das irgendwas hat sich aufgeschaukelt. So, so bitter. So bitter, die war eigentlich sauber, die Rakete. Und die Touris sind auch tot, oder? Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das war genau dieses Punkt. Irgendwas nicht sauber. Das war ja sogar verstruttet. Das war zum Glück verstruttet sogar. Also eigentlich war es verstruttet und hätte halten müssen. Es wundert mich gerade, dass die sich aufgeschaukelt haben. Die Tanks, warum haben die sich aufgeschaukelt? Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den Repair bezahlen kann. Oh doch, es gab Tote. Die drei Touristen sind tot. Das gibt richtig Abzug an Reputation wieder. Ich frage mich gerade, warum sie sich aufgeschaukelt haben. Nee, an den Clamps sind sie nicht hängen geblieben. Die waren auch schon frei von den Clamps. Okay, das Gute ist, wir können relativ viel recovern. Das spart Kohle. Was jetzt gleich richtig teuer wird, ist das da. Die Glücksflossen sind doch dran, Markus. Die sind dran. Alles gut. Daran hat es wahrscheinlich nicht gelegen. Was ich jetzt nur gerade überlege, ist, wo das Problem sein könnte. Also wahrscheinlich ist das Vessel einfach zu groß und die Physik schaukelt sich irgendwo auf. Ich will es jetzt nicht nochmal einfach so rausstellen, dafür ist es zu teuer. Also was man machen könnte, das hier, das ist halt hochspekulativ. Wenn das jetzt fehlschlägt, muss ich mir was überlegen, weil mir dann wahrscheinlich die Kohle ausgeht. Ich könnte versuchen, die untereinander halt noch ein bisschen zu verstärken, dass genau dieses Flattern halt nicht auftritt. Ist halt Spekulation, ne? Ist halt wirklich Spekulation. So. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, okay, ich gucke mir den selber mal an gerade. So, zack. Es ist schwer zu sagen. Also sie sind frei, aber sie beginnen sich halt sofort aufzuschwingen, ne? Relativ exakt nach dem Start sofort.
sieht buggy aus. Es baut sich halt auch sehr schnell auf. Also das ist nicht. Hau ruhig raus, der Patsch. Hau ruhig raus. Die Booster sind eigentlich sauber. Das Problem ist jetzt nochmal, was groß am Konzept ändern, macht das Ding halt sehr anders. Steuern die Triebwerke der Booster, das könnte. Na ja, also tun sie. Kann natürlich ein Punkt sein, dass man einfach sagt, man lockt das Gimbal auch noch, um wirklich nur aus der Mitte raus Steuerung zu übernehmen, damit sich gar nichts mehr aufschaukeln kann. Eigentlich müsste es, also sie sind jetzt wirklich stark gestruttet. Sie gimbeln nicht mehr. Das Einzige, was jetzt ärgerlich ist, ist natürlich, dass ich die Touris gekillt habe. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Schwierig zu sagen. Kazit, schönen guten Abend und danke für den Resub im 16. Monat. Dankeschön. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Wir werden sicherlich. Nicht so besonders viele Touris bekommen. Ne, bekommen wir nicht. Ich probiere es mal ohne Touristen. Das ist jetzt ein bisschen Risiko. Ich bin mir nicht sicher, ob es aus dem Fairing kam oder von unten kam. Also unten war es eher zu sehen. Das ist halt relativ parallel passiert. Das ist halt auch im Replay. Das sind in ein, zwei Sekunden passiert es halt. Relativ schnell, also es baut sich sehr, sehr schnell auf. Eigentlich ist im Fairing oben sauber gestruttet gegeneinander, damit das genau nicht passieren kann. Weil wir haben im Fairing quasi hier die Struts, die das Ding halten. Und wir haben die Struts, die das Ding halten. Was ihr euch vorstellen könnt, ist natürlich, dass hier einfach diese Verbindung ein Problem darstellt. Es ist schwer zu sagen. Es ist echt schwer zu sagen. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Weil eigentlich sowas hier oben müsste sich eigentlich instant aufschwingen. Wenn das Ding noch auf dem Launchpad steht und das hat es nicht getan. Wir fliegen es jetzt mal ohne die Touris und gucken mal, was passiert. Ist jetzt wie gesagt riskant, weil wenn das schief geht, dann muss ich kohletechnisch gucken, was ich mache. Let's go. Also die Booster sind deutlich gestruttet, weil, wie gesagt, eigentlich, wenn so Sachen im Fairing locker sind, normalerweise schwingt sich das auf dem Launchpad schon auf. Und also während es noch steht und beginnt zu flackern. Und das hat es eigentlich nicht getan. Ich bin gedekabelt, ich bin unter Schub gegangen, da sah es noch gut aus. Und dann kam so nach circa einer Sekunde, kam dann sehr schnell dieses Flackern der Booster. Und ich würde jetzt im Moment sagen, so von meinem Eindruck her, also wie gesagt, das ist super schwer zu sagen, weil es zu so schnell ging. Kam das Flackern aus den Boostern, hat sich nach oben übertragen. Das ist natürlich echt High Risk, ne? SAS an, Vollschub und ja, schauen wir mal. Letzten Endes werden wir es gleich rausfinden. Sieht eigentlich alles gut aus. Bitte schwing dich nicht nochmal auf. Ich meine, jetzt ist ein Querstrutting drin, es ist da ein Strutting. Eigentlich sind die Dinger so fest an die Rakete gepinnt, da darf nichts schlackern.
Das kam aus dem Booster. Man sieht das auch, dass die arbeiten. Man sieht das auch jetzt. Wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr, dass die richtig arbeiten. Also seitlich und oben. Die ganze Rakete vibriert unten so ein bisschen mit. Ich hoffe, dass sich das nicht nach oben überträgt, sonst kriegen wir ein Problem. Aber so, die sind einfach durch das harte Strutting dürfen sie es jetzt nicht mehr, aber die arbeiten richtig. Irgendwas stimmt mit den Boostern nicht. Seht ihr das? Diese Erschütterung. Das ist das, was das Ding zum Schwingen gebracht hat. Irgendwas ist da ziemlich buggy. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir nehmen aus dem hier ein bisschen Schub raus. Wir haben dann schon ganz gut an Höhe gewonnen. Also auf jeden Fall ist es für die drei nicht mehr gefährlich. Ah, das mit den... Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ein sehr sauberer Start, aber sind raus aus der Atmosphäre. So. Gut. Lasst uns Speed geben. Simulator sehe ich. Nee, sehe ich nicht so. Ich finde das okay, dass ein bisschen natürlich auch der Effekt drin ist, dass es dann spannend ist, mal zu sehen, ob sowas funktioniert. Dass es später auch unkritischer jetzt gerade ist, halt noch nicht ganz so viel Kohle da. Und das mit den Tubis ist ärgerlich zugegebenermaßen, aber ist jetzt auch kein harter Weltuntergang. Wir fliegen das Ding halt trotzdem einfach erstmal testweise, so wie es ist. Und ich glaube, das nimmt. Also ich glaube, mir wird zu viel Spannung rausnehmen. Ich habe das, ich habe mit so Testflights und so weiter bei RSS schon mal gespielt. Bei RSS mit ausfallenden Parts und so weiter macht es irgendwie Sinn. Aber jetzt bei KSP. Es wird mir, glaube ich, zu viel Überraschung rausnehmen. Sowas gehört halt auch mit dazu, dass so eine Rakete mal vor sich hin wobbelt und sich zerreißt. Hat ja jetzt den zweiten Start auch ungefähr 700% spannender gemacht. Ob das dann funktioniert oder nicht. Also von daher, aus meiner Sicht alles gut. Das darf gerne so sein. Wenn es jetzt ein zweites Mal explodiert wäre, hätte man sich halt überlegen müssen, was man draus macht, so karrieremäßig. So ohne Kohle, aber es soll ja schwer sein. Soll es ja. Was machst du mit den Tubis? Staatsbegräbnis oder so?
Also, erstmal nix. Ich mache die ganzen anderen Missionen jetzt halt. Ich lebe damit, dass ich die Reputation verloren habe. Es gibt ja zum Glück keine finanzielle konventionelle Strafe. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen warten, bis ich so geile Tugendverträge bekomme, weil Reputation. Reputation. Genau. So, nächste Stage, das ist dann schon unser, ja, ich sag mal Orbital Kicker und unsere Transmuna Injection. Dritte Stufe der Saturn auch. Also haut genau hin. Die hat auch noch ein bisschen gearbeitet, um den Orbit zu schaffen. Wir machen jetzt aber gleich mal aus Effizienzgründen eine Neuzündung in kürzerer Zeit. Was lädt hier Electric Charge auf? Ist das Ding an? Woher generiert der gerade Strom? Eine Idee? Woher generiert der Strom? Touri-Flüge mit Rabatt anbieten. Sehr schöne Idee. Woher generiert der denn Strom? Ganz eigenartig, dass ich Strom reinbekommen habe, obwohl die Paneele noch gar nicht draußen sind. Ach, hier vorne. Alles gut, ich habe es rausgefunden. Naja, ich habe ja statische Solarpaneele vorne auf dem Satelliten. Naja. Hat einen kurzen Moment gedauert. Die habe ich gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. So. Kurz den Orbit fertig schieben, schreiben, machen, tun. Und dann bringen wir das Ding in Flugmodus. So, Massive Scale Launches hat schon mal ein bisschen die Schmerzen im Geldbereich gelindert. Das da raus. Tja, hei, hei. So, dann machen wir jetzt eine schöne Transmuna Injection. Da so ungefähr, das ist auch gar nicht so lange hin. Sehr schön. Danke, danke. Also, für die Gesundheit und so. Gut, und dann müssen wir unsere Kerlchen jetzt eigentlich nur noch mit ein bisschen Habitation versorgen, weil es geht. Und warten, dass das Manöver kommt. Müssen vorher noch ein bisschen drehen, aber auch nichts ganz Wildes. So, und dann kriegen wir mit der Stage tatsächlich noch die komplette Injection hin und haben noch ein bisschen was frei für eine Mid-Course-Correction und sogar den Beginn des Bremsmanövers. Das können wir uns tatsächlich, na, muss das ja schon umstellen, damit es funktioniert. Das können wir uns tatsächlich überlegen, die einfach noch dran zu lassen. Dann können wir mit der Kiste noch fliegen. Sehr schön. Jetzt erstmal die Injection. Zwei, eins und los geht's. Judy. Auch schon blind fliegen können? Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich müsste schon noch was sehen. Instrumente oder so. So ohne Instrumente, wie? Also wie willst du es machen? Du musst ja irgendwoher wissen, wo du dich gerade befindest. Aber jetzt die Außenansicht, ja. Ich glaube ja, das würde gehen. Ohne Manöver und Flugplan. Ja, also jetzt ohne Manöver würde, glaube ich, gehen. Zermedes, Zwinker-Schmeidi. Es ist ja nicht so, als ob ich einen Full-IVA-Flug zum Mond nicht schon mal gemacht hätte, zum Moon. Das
Ja, das kann man machen und ja, das funktioniert. Been there, done that. So, wir müssen dann gleich auch nach der Injection den Satelliten aussetzen. Oh, das ist lange her. Such einfach mal auf YouTube, müsste es das Full IVA-Video geben. Such auf meinem Kanal einfach mal nach IVA. Da gibt es einen vollen IVA-Flug zum Moon, meine ich. Ich glaube, ich habe das damals als Livestream gemacht. Ist lange her. Ist wirklich lange her. Da war ich auf Twitch noch gar nicht aktiv. Da war ich auf Twitch noch gar nicht aktiv. So, jetzt machen wir die Injection fertig. Dann müssen wir als erstes den Satelliten rausjagen. Der dann auch relativ easy peasy von dem profitieren kann, was wir ihm schon mitgegeben haben. So, Injection sollte sauber sein. Jawohl, das sieht gut aus. 290 Kilometer Höhe. So, jetzt machen wir hier einmal den Satellitenstart klar. Ich hoffe, dass der gewertet wird. Er ist halt nicht unbemannt oder unbekörbelt gestartet, aber normalerweise müsste er ihn. Ah, die Shroud könnten echt das Problem werden, ne? Kann man das machen, Jettison Shroud? Das ist echt bitter. Sie's not. Ach, sie ist weg, okay. Einmal Zeitraffer und sie ist weg. Oh Gott, ich habe gerade ganz kurz richtig Pipi in den Augen, dass ich meinen Docking-Port mit der Short blockiert habe. Scheint aber nicht der Fall zu sein. So. Jetzt gucken wir mal, ob der hier. Reacher-designated. Okay. Ja, du willst. Aber was ist Periapsis? Inclination 180 Degree. Show me. Du willst einen so umläufigen Orbit. Das heißt, wir müssen mit dir gleich mal eine Korrektur fliegen. Und zwar. Jetzt ja quasi auf die andere Seite rüber, richtig? Oh, ich glaube, das kriegen wir billiger hin. Wenn wir das hier draußen irgendwann machen. Zack. In die Alarmglocke rein. Alarm. Zack, zack. Ja, du hast natürlich hier auch einen Antrieb dafür, den du nutzen darfst. Surprise, surprise. 1900 und ein bisschen Meter pro Sekunde. Okay, melde dich, wenn du soweit bist. So. Unsere andere Mission, die hat natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Ihr macht ein Undocking. Ist das eine schlaue Idee? Ist das so eine medium schlaue Idee? Mal gucken, wenn das ins Trudeln gerät, muss einer rübergehen. So. Natürlich habe ich die noch an, ne? Ah, schon die Actuation-Toggles vergessen. Habe ich. Check. Schön vergessen. Hervorragend. Wenn es läuft, dann läuft es natürlich richtig. Da sind sie raus. Und los geht's.
Genau, Musik könnt ihr euch gerne selber dazu einschalten, aber die läuft dann heute nur kurz, weil das ist jetzt auch eine sehr kurze Docking-Maßnahme nur. So, dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen was. Klappt also keine Wechselwirkung wegen der Engine Short. So, das heißt, wir haben unseren Lander und wir haben normalerweise wäre jetzt so der Punkt, wo man das Ding abwirft, aber wir haben da noch 302 Delta V drin, die werden wir natürlich dankbarst entgegennehmen. Wo ist der Typ in seiner lustigen Rakete? Ach, auch ganz angenehmer. Oh, 10 Kilometer ist gar kein so angenehmer Orbit, aber ein Orbit, aus dem man ihn retten kann. Das heißt, wir können auch mit dem Lunar Module dann relativ tief runtergehen und ihn einsammeln. Ich glaube, das machen wir dann einfach, während die anderen landen gehen, kann sich der Pilot kümmern. Wir kommen auch in die richtige Richtung rein für ihn. Der Satellit ist auf der anderen Seite jetzt. Der ist auch richtig unterwegs. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Der hat hier gerade einen ganz unschönen Drift, glaube ich, drin. Ja, hat er. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal ganz kurze Zündung. Kollege Schnürschuh. Indem du einfach mal einen kleinen Ticken deines Manövers vorwegnimmst. Auch wenn das erst später kommt. Damit wir hier nicht irgendwie drauf gehen. Dankeschön. Cool. Sehr schön. So. Das wäre nämlich sehr ungünstig, wenn dieser kleine Satellit auf uns drauf ballert. So, das heißt, wir haben eigentlich alles vorbereitet, dass wir nächsten Sonntag eine hoffentlich sehr erfolgreiche, sehr umfangreiche Moon-Mission spielen können. Jetzt muss ich mal gucken, hat Neo den Dings abbekommen? Oh, sogar der Ingenieur hat den Schraubenschlüssel. Alles super. Wir sind also gut vorbereitet. Das heißt, für heute können wir erstmal ganz beruhigt die Sache ausklingen lassen. Ich werde euch jetzt einen schönen kleinen Raid raussuchen und dann ist für heute Abend Schluss.